Wir hoffen, dass die Mütze sitzt beim Clemens, aber da hat er gar keine auf. Wir sind. Kann sie noch holen, wenn das gewünscht ist. Jetzt, wo wir keinen Greenscreen bei dir haben, kannst du auch deine grüne Mütze tragen, denke ich. Ich kann auch eine Einhornmütze aufziehen, wenn das gewünscht ist. Ist mir auch egal. Hey, wir haben es nicht geschafft, den Greenscreen bei Clemens dazu zu überreden, dass er funktioniert. Das ist noch eine abstimmungstechnische Frage zwischen seiner Webcam und unserer Technik oder seiner Technik. Auf jeden Fall haben sie den Dienst verweigert. Deswegen sehen wir jetzt dein Spielzeugregal im Hintergrund. Auch nicht schlimm. Aber keine Mütze. Ich kann nur eine holen, wenn das gewünscht wird, Ja, die aber. könnte ich dann rauskiehen. Das wäre schön. Nein, das machen wir nicht. Spricht nur die Mütze. Und was auch fehlt, ist der Florian. Da er gänzlich irgendwie nicht erreichbar ist, nämlich gehe ich tatsächlich ziemlich sicher davon aus, dass es irgendwo einen Notfall gab. Florian ist sehr aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr und ich nehme an, dass er auf Abruf war für irgendeinen Einsatz jetzt. Was wenig überraschend auch meiner Meinung nach deutlich wichtiger ist, als einen Shadowrun-Stream zu betreiben. Ich hoffe, Ja. es geht ihm gut und dass da nichts Schlimmes passiert ist. Und wenn wir noch eine Rückmeldung von ihm kriegen, sagen wir Bescheid. Aber deswegen ist Florian ausgeixt. Weil ich jetzt nicht mehr die Zeit hatte, unser Layout zu ändern. Immerhin haben wir ein Layout. Yay! Und 3 von 4 Leuten sind auch freigestellt. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, da Würde ich kannst du noch nichts eine Weile machen. verfolgen, fürchte ich. Ja. Aber Greenscreen-Technik ist ja was Neues. Da kann man ja nicht mit rechnen. Gut, wir spielen Shadowrun und in Zeiten von Kontaktverbot spielen wir Shadowrun online. Ich finde, das ist aber wenigstens auch mal ein System, wo sich das Ganze anbietet und wo das vollkommen okay ist. Und außerdem ein System, in dem man alles in Pink halten kann und es passt. Ich habe mich etwas seltsam gefühlt beim Zusammenbasteln des Layouts, aber immerhin. Yay! Ja, es werden auch leichte 80s-Vibes beim Background wahrgenommen, aber ich glaube, das ist gänzlich Absicht. Shadowrun hat schon immer eine 80s-Hommage in seinem Stil gehabt, auch als es in den 80s war. Wir sind hier in den 2080ern in diesem Fall. Insofern passt das doch perfekt, kommt ja eh alles wieder. Wir spielen weiter in dem Setting, wo wir auch zuletzt unterwegs waren, und das ist der Boston Lockdown. Wir haben tatsächlich überlegt, wie in Anführungsstrichen geschmackvoll oder angebracht das ist, ein Szenario zu spielen, in dem Leute wegen einer sich rapide ausbreitenden Krankheit unter einen Lockdown gesetzt werden und nicht entkommen können und Chaos ausbricht. Aber naja, also ich habe in der Realität noch keine Cyberzombies herumlaufen sehen. Ich glaube, der Unterschied zu dem Setting und der Realität ist noch groß genug und wir kriegen das, glaube ich, auch hin, ohne dass es bizarr wird. Außerdem. Fühlt mich schon ein bisschen komisch, einen hypochondrischen Halborg zu spielen, der nie ohne Schutzmaske aus dem Haus gegangen ist und ohne Schutzanzug, weil er Angst hatte, sich anzustecken. Wobei das die Realität ja dann im Nachhinein ja nur recht gibt. Also man muss auch darauf verweisen, wir haben das ja schon gespielt, lange, lange bevor. Also Boston Lockdown als Setting gibt es auch schon eine Weile, mehrere Jahre. Insofern kann man entweder sagen, wir waren unserer Zeit voraus oder die Zeit holt uns jetzt ein. Aber ja, da wir jetzt in der Kampagne hier drin sind, haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach weiter, weil die Ähnlichkeiten mit lebenden oder existenten Städten und Personen ist rein zufällig. Ja, nein, dies ist nicht das echte Boston, Ja. in dem wir festhängen. Ja, die letzte Situation war auch ein bisschen, ich sag mal, dramatisch. Es ist das Stadion in die Luft geflogen, aus dem wir Babe Ruths Schläger stehlen sollten. Und es wurden zurückgelassen tot, Clemens letzter Charakter, und vermutlich tot der Charakter von Tilly. Tilly ist auch gerade nicht da, das hat aber nicht zwingend damit zu tun. Er hatte einfach keine Zeit jetzt für die Online-Runde. Und dafür wird Clemens mit einem neuen Charakter dazukommen. Und meine Figur, Finch, kann sich nicht erinnern, was zwischenzeitlich passiert ist, als sie versucht hat, vor der Explosion noch zu fliehen, als das Ding in die Luft gejagt wurde. Und dann wachte sie auf im Rettungswagen mit dem hypochondrischen Ork und weiß nicht so recht, was zwischenzeitlich passiert ist. Und Jill. Und Jill, stimmt, Jill hat auch überlebt, die Society-Dame, die wir aufgepickt haben da vor Ort. Und die irgendwie es geschafft hat zu entkommen, was nicht unverdächtig ist, wie ich sagen möchte. What calling the kettle black? Ja, das stimmt wohl. Also das Stadion, um auch das nochmal genau zu schlüsseln, ist nicht sozusagen spontan explodiert, sondern es wurde von luftgestützten Drohnen großflächig mit Raketen bombardiert, obwohl da noch ganz viele Leute drin waren, die sich zumindest sehr aktiv bewegt haben. Oder vielleicht gerade weil da ganz viele Leute Ja, drin waren, die sich sehr ja. aktiv bewegt haben. Und ihr seid im Dockwagen
Rhetorik fährt vorne verlässlich, also beziehungsweise sitzt daneben und lässt den Autopiloten das machen, der momentan auf dem Weg zurück zu Smedley ist, eurem Auftraggeber. Da haben wir auch ein Bild, fällt mir gerade auf, Smedley. Ja, nämlich, wenn du das Sekunde. Einblenden magst. Ja. Jetzt, wo wir die Technik hier haben, können wir das auch natürlich weitlich nutzen, um... Warte, ich muss dann nur die Ebenen ein bisschen verschieben, weil also. Jetzt gewisse Screens übereinander liegen. Ich habe hier sehr viel Kram. So, jetzt Clemens in den Hintergrund. Den leeren Platz von Florian benutzen, um NSCs einzublenden. Eigentlich schon, aber dann muss ich sie alle in der Größe neu einstellen. Ja gut, das ist... Ich habe auch tatsächlich gesagt, ich gebe dir noch Musik und habe das dann völlig vergessen, lauter Vorbereitung. Ich habe auch noch zwei Musiken, die habe ich euch auf die Dropbox gelegt. Genau, die habe ich gekriegt tatsächlich, aber ich habe sie nicht mehr eingebunden bekommen. Sollen wir das noch machen, lieber Chat? Also ich bin auch da und habe einen Blick auf den Twitch-Chat. Das heißt, ihr könnt gerne Fragen reinwerfen und zum Beispiel oder eine Frage beantworten. Nämlich, sollen wir uns noch die Zeit nehmen, schnell noch ein bisschen Dauerschleife Musik in den Hintergrund zu legen? Ja, bitte. We have the tech, we can do it. Ist sowieso ein guter Ansatz für diesen Stream. Als was binde ich Musik ein? Audio-Ausgabeaufnahme, Audio-Eingabeaufnahme, bla bla bla. Nein, Medienquelle. Medienquelle, sicher. Das habe ich nämlich vorhin probiert und dann passierte gar nichts. Stimmt, ich habe vergessen, Endlosschleife anzuwählen. So. Diese sitzt hervorragend. Die Friese ist super. Die ist furchtbar, ist die Friese, wenn ich das so sehe. Aber es ist kein Problem. Auch sehr 80s irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen, ne? So. Okay. Ich habe mich sogar extra rasiert für den Stream. Das habe ich gestern gemacht. Also, ich schicke dir noch einen Track, Mike. So. Jetzt sollte ich doch rein theoretisch auch anwählen können, dass ich die Lautstärke von meiner Medienquelle ändern will. Das tut's aber nicht. Oder? Ah, jetzt! Ah, ich habe es gefunden. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Okay, Schreibmusik macht nur rechte Probleme, aber keine Sorge, die Musik stammt entweder aus dem von Jan produzierten Computerspiel oder von unserer Bibliothek. Die Musik stammt von unseren Backern von dem von Jan produzierten Computerspiel von vor 1000 Jahren. Gut, wir können sie nicht hören, aber hoffentlich hört das Publikum sie jetzt. Und vor 1000 Jahren, das kann man nicht oft genug sagen. Der Jan hat ein Shadowrun-Computerspiel gemacht namens Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Und das schlachten wir hier gnadenlos aus. Ne? Weil mir seit Jahren nichts anderes mehr einfällt als das. Weißt du, wenn man einmal so eine Idee hat, da muss man dran festhalten. Spielen wir das jetzt auch bis zum Abwinken. Okay. Gebt eine Rückmeldung, ob ihr die Musik jetzt hören könnt und ob die von der Lautstärke her passt. Das wäre ganz cool. Genau, und wer Nico, wenn du mir was über Skype schickst, kann ich das nicht entgegennehmen, denn ich verwende Skype gerade, um meine Kamera einzustellen. Ich verstehe. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Ach, jetzt ist der Florian reingekommen. Und es hat alle unsere Bilder verschoben. Ich dachte, du hast dem Florian gesagt, er soll nicht mehr reinkommen. Weil ja, hatte ich. Ich hab's zu spät gelesen, so, ich bin schon wieder raus. Sorry. Ja, oder bauen wir jetzt noch einen? Ja, wir können jetzt live nochmal die Sachen hin und her schieben. Ich weiß nicht, ob wir da so einen wahnsinnig professionellen Eindruck damit machen. Er ist wieder weg. Dann passt jetzt alles wieder. Nur für den Florian, falls er das dann hört. Wir hatten bereits gesagt, du kommst dann das nächste Mal rein. All dieweil wir heute sowieso nur um die 2 Stunden rum machen. Und das hört er nicht mehr, aber ich schreibe es ihm. Komm, dann guckt er den Twitch vielleicht. Da guckt er ja den Twitch-Stream, ja. Ja, genau. Und er kommt gerade vom Einsatz. Ja, wir dachten so. Also alles genau, wie wir es uns gedacht haben, mit all den negativen Begleiteffekten, mit denen wir gerechnet haben. Diese verschiedene Schirme. Yay. Sind wir denn jetzt wieder richtig? Sitzt wir richtig? Also ich soll dir die Musik über den Zoom-Chat schicken, richtig? Mhm. Aber ich hatte 2 Musik, eine mehr, egal. Die sind auch belanglos in der Musik. Ja, aber wir können doch erstmal Jans Musik nehmen. Mir total schnurz. Ist ja nicht meine Musik. Also insofern. Ja, für uns immer noch eine Umstellung hier von live am Tisch sozusagen zu über Zoom. Und falls ihr nicht wisst, von was wir gerade geredet haben, mit Boston und Finch und Rhetorik und Dogwagon, wir haben jetzt, glaube ich, 25 Folgen Shadowrun bei uns im Kanal in einer Playlist, die Shadowrun Let's Plays betitelt ist. Cool. Da könnt ihr die komplette Eskalationsspirale nachempfinden der letzten Jahre. Ja. Wobei man sagen muss, ihr habt im Gefängnis angefangen und seitdem habt ihr euch eigentlich immer nur verbessert.
Eigentlich haben wir in Frankfurt angefangen und dann haben wir entschieden, dass die Charaktere aus Frankfurt nach Boston fliehen. Und da fingen die Probleme an. Ja. Als der Spielleiter gewechselt hat, sag's einfach. Twitch-Chat, falls ihr jetzt noch hier Pause machen und die letzten 50 Stunden nachholen wollt und dann wiederkommen. Ja, ist also ein bisschen viel. Es wird auch gefragt, ist das eine Shadowrun 5-Kampagne? Nicht mehr. Hat als Shadowrun 5 angefangen und ist jetzt auf Shadowrun 6 umgestellt. Ja, hey! Dazu sage ich auch gleich was. Wir haben es umgestellt, aber noch nicht wahnsinnig oft gespielt. Und da ich sonst auch nicht leider zusätzlich Shadowrun spielen kann, möge man mir jegliche Regelfehler verzeihen, die garantiert vorkommen werden. Wir versuchen es einigermaßen regelleicht zu halten, weil wir auch keine Würfel-App haben, die man sehen kann. Insofern wird nicht so viel gewürfelt und nicht so viel rumgemacht. Aber ich werde garantiert Fehler machen. Ihr habt das völlige Recht, mir das dann in Twitch anschließend weitlich auszubreiten, was daran falsch war. Und dann werde ich die gleichen Fehler das nächste Mal wieder machen, weil ich lernunfähig bin. Wow. Okay. So. Das war unser Auftraggeber, Smedley. Ich habe ihn mal wieder ausgeblendet, damit wir auch den Clemens wiedersehen können. Ach, danke. Erleichterung. Die ganze Zeit so voll im Gesicht, das ist immer schwierig. Ja, ist unangenehm. Gut. Ja, Smedley, genau. Der meldet sich, nachdem ihr offenbar zumindest seine Aufmerksamkeit wert seid, bei Rhetorik. Troll, gut gepflegt, gut angezogen, distinguiert wirkend, hat so einen echten oder fake englischen Akzent und mit einer vergleichsweise sonoren Stimme und taucht bei dir auf dem AR-Display, also tatsächlich als kleines Video. Ihr habt euren Auftrag ausgeführt? Ja, ich glaube schon, ja. Einen kleinen Lagebericht? Der Kameramann ist weg und der Elf auch, aber Finch ist wieder hier und ich glaube, die bewegt sich auch wieder. Weg? Wo weg? Ich glaube, die sind in der Explosion geblieben. Die sind in der Explosion geblieben. Das heißt? Finch also schaut sich... Wir haben den Schläger, oder? Ja, Finch schaut sich um nach dem Schläger, ob der ein Wort ist. Der ist da. Liegt völlig harmlos neben dir. Hm. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass der Journalist tot ist. Aber er sagte, er hätte irgendetwas fertiggestellt. Was auch immer das war. Gut, wir wurden bezahlt dafür, ihn reinzubringen. Wir wurden nicht dafür bezahlt, ihn rauszubringen. Insofern sehe ich da keine Schwierigkeiten. Hervorragend. Gut. Ich gebe euch ein neues Ziel. Koordinaten kommen in wenigen Sekunden. Wir jetzt uns sofort? Dann. Noch ein Job? Die Leitung ist tot. Piep. Finch öffnet die Zeitanzeige ihres Comlinks. Ja. Wie viel Zeit fehlt ihr? Vielleicht 15 Minuten in etwa. Nicht wahnsinnig viel. Jill schaut dich erstaunt an, weil die hat die ganze Konversation nicht mitbekommen. Die war nur bei euch im AR. Zumal sie auch keinen sichtbaren Comlink überhaupt hat. Was ist jetzt hier los? Wir haben einen neuen Auftrag. Ein Auftrag? Was ist passiert die letzten 15 Minuten? Was ist passiert? Das Stadion ist explodiert. Wir sind da fast gestorben. Siehst du, sie zittert immer noch so ein bisschen. Wie genau haben wir überlebt? Was? Du hast mich rausgetragen. Weißt du das nicht mehr? Getragen. Ja, ja. Da kamen diese Raketen und diese großen Drohnen und dann... Plötzlich war alles voller Feuer und dann hast du mich geschnappt und bist rausgerannt über das Dach. Okay. Tatsächlich hast du Verbrennungsspuren auf deiner Rüstung. Also nicht an deiner Haut, die sieht eigentlich relativ gut aus. Aber so ein bisschen, ja, Brand- und Schmauchspuren scheint es da zu geben. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, interne Aufzeichnungen zu machen. Ja, bau dir doch ein bisschen Technologie ein. Ja. Moment, haben das meine Augen nicht? Wollte ich gerade sagen, hat deine Kamera das nicht in deinem Auge?
Während du das nachschaust, kommt weißt eine... Weißt du was? Ich habe keine Kamera in meinen Augen. Ich habe alles in meinen Augen, aber keine Kamera. Nur keine Kamera. Also keine, die aufnimmt. Ich meine, natürlich sind die Augen Kameras. Klar. Aber, aber kein Recorder. Da wissen wir doch, was du als nächstes Upgrade leisten musst. Das bisschen Essenz können wir auch noch draufgeben. an Rhetorik kommt eine Einzelnachricht von Smedley. Die Geschichte gefällt mir nicht. Was war da los? Ich weiß nicht genau, ich bin im Auto geblieben. Ich bin ja du der Fahrer. Du warst nicht mit drin. Was? Bitte? Gut, ich werde dir einen Ort geben, wo du hinfahren kannst. Und dann möchte ich, dass du die beiden da hinten genau scannst. Okay. Und warum sind überhaupt zwei da? Wie zwei? Da ist eine Frau. Oh, stimmt, ja. Da ist eine Frau. Du hast jemanden mitgenommen? Also, Zivilisten? Auf einen geheimen Auftrag? Finch hat gesagt, illegal ist? Ich nehme an, sie... ich kläre das mal. Klär mal, wer das ist. Das interessiert mich nicht so sehr, wie wirst du sie los? Wie? Ich kann sie an der Ampel rauslassen da vorne. Mit dem, was sie gesehen hat? Ich weiß nicht, was sie gesehen hat. Ich weiß, sie ist Zeugin eines Verbrechens geworden. Ich glaube nicht, dass sie das so sieht. Kannst du mir das garantieren? Ich kümmere mich drum. Das will ich hoffen. Und das Bild verschwindet wieder. Gut, also, an der nächsten Ecke mehr oder minder, die Autobahn, die I-95 ist vergleichsweise voll, wie gesagt, mit stehen gebliebenen Autos, wo die Leute, da das Grid aufgehört hat zu funktionieren, dass ihre Autos steuert, nicht mehr wussten, wie sie das alleine tun sollten, weil die nicht in der Lage sind, manuell Autos zu steuern. Dementsprechend kurvt ihr vergleichsweise langsam mit eurem Dockwagen, der ja ein Krankenwagen ist und Priorität hat, manuell fahrend durch die Gegend. Das ist, wie gesagt, nicht die schnellste Art zu fahren, aber immer noch besser als durch die Straßen, auf denen ja zum Teil Chaos und Straßensperren alles möglich herrschen. Das heißt, die I-95 erlaubt euch ziemlich schnell durch die Stadt durchzukommen und dann eine Abfahrt zu nehmen. Smedley hat dir, wie gesagt, einen Koordinaten gegeben in Südboston. Boston ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt den Süden, das sind die Slums, und es gibt alles andere, den Hügel und den Norden bis zum Fluss, und das ist die etwas feinere Gegend. Er führt euch also geradewegs in die Slums, eine Gegend, in der ihr im Normalfall euch auskennt, da ihr da zu Hause seid, also zumindest die hier zu Hause sind. Auch die sind von Straßensperren und Ausgangssperre bedroht oder beeinflusst. Das heißt, auch hier sind die Straßen vergleichsweise leer, bis auf die üblichen brennenden Tonnen und Barrikaden, die an allen möglichen Eingangsstraßen von irgendwelchen Gangs errichtet wurden. Wie immer. Das sieht aber auch nicht so viel anders aus als sonst. Also da macht die Ausgangssperre nicht so einen Unterschied, weil das machen die auch gerne mal unter der Woche als Nebenberuf. Du findest dementsprechend relativ leicht zu dem Ort hin. Die Geokoordinaten, die du gekriegt hast, ist ein nicht besonders irgendwie aussehendes, leicht runtergekommenes Lagerhaus, wo tatsächlich einfach eine Garageneinfahrt offen steht, sonst aber niemand zu sehen ist. Möchtest du in die Garageneinfahrt reinfahren? Wäre ich? Ja. Ich halte mal davor. Okay. Aber Finch? Ja? Diese Frau sitzt du neben mir oder hinter mir? Sitzt hinter mir, ne? Hinter dir. Und ich lehne mich jetzt nach vorne und schaue so über deinen Sitz so ein bisschen drüber. Diese Frau, wer ist das? Und hat sie was gesehen? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich sie mitgebracht habe. Du weißt es tatsächlich nicht. Es wirkt sehr glaubwürdig. Es ist ein bisschen irritierend für dich. Es war keine rhetorische Aussage. Hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht hätte sehen dürfen? Ich meine, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber... Naja, Finch geht nach hinten und checkt, dass die Tür von dem Wagen zu ist und dass sie sich zwischen Jill und der Tür befindet, und dann zieht sie ihre Waffe und überprüft, ob da noch Munition drin ist, und lädt ansonsten nach. Ja, ist sie. Also da ist noch Munition drin. Nicht voll, also insofern nachladen, wunderbar. Jill guckt dich an. Wir haben angehalten. Was machen wir jetzt? Ist da draußen was Gefährliches? Warum hast du deine Waffe gezogen? Weil wir klären müssen, was du gesehen hast.
Wie? Was meinst du damit? Ich bin mir nicht sicher, warum ich dich da rausgeholt habe, aber eigentlich gehören wir zu einer Berufsgruppe, die Zeugen nicht sehr... Was? Gerne. Sie schaut auf dich, sie schaut auf die Waffe. Ich habe nichts gesehen, aber ich meine, was willst du jetzt mit mir machen? Das hängt von unserem Auftraggeber ab. Rhetorik, hast du noch Kontakt? Nee. So wie ich ihn verstanden habe, ist es für ihn okay, wenn wir sie hier rauslassen. Wink, wink, natsch, natsch. Wenn sie nichts gesehen hat. Sie hat, glaube ich, nichts gesehen. Und wenn, dann wüsste ich nicht was, weil ich ja nichts gesehen habe. Du siehst Filches Gesicht und ausdrucklose Maske. Wenn sie versucht zu verstehen, was die Implikationen sind, aber es ist nicht mehr so viel Emotionalität in ihrem Gehirn übrig. Ich drück mal den Knopf, um die Tür zu öffnen. Sehr schönes Prop. Die Tür schwingt auf. Also, zischend natürlich öffnet sich die Tür. Kann ich jetzt hier raus? Kann ich hier raus? Ja, hier ist bestimmt sicher. Gut, sie schaut dich an, guckt auf deine Waffe, rutscht so ein bisschen rüber Richtung Tür. Du bist ja zwischen ihr und der Tür, insofern... Smedley hat gesagt, wir können sie gehen lassen. Nein. Ja. Das war nicht exakt der Wortlaut, aber ja... Finch macht einen Schritt zur Seite und verstaut die Waffe wieder. Sie wartet noch einen Moment, ob das irgendwie ein Trick ist. Dann rennt sie barfuß, schnell, hastig aus dem Wagen raus, stolpert so ein bisschen, fällt auf die Knie, rafft sich nochmal auf, guckt sich wieder um, wartet, dass du sie in den Rücken schießt. Tust du nicht. Und dann rennt sie weg, alleine in Südboston ins Ganggebiet, als High Society-Frau, ohne Waffen und ohne Schuhe. Das ist fast so gut wie tot, aber gut. Ich sehe den Unterschied auch nicht so sehr. Nee, außer dass wir uns nicht die Hände total schmutzig gemacht haben. Aber. Wo ist der Unterschied? Einer mehr oder weniger? Ich denke, Rhetorik checkt das nicht ganz, was er da gerade gemacht hat, aber egal. Okay, gut. Die Jill verschwindet in der dunklen Nacht. Es ist immer dunkle Nacht. Egal, wann ihr seid. Gut, und jetzt? Was sollen wir an diesen Koordinaten machen? Jan, der hat gesagt, ich soll sie scannen, ja? Ja. Wie würde ich das tun? Es gibt einen medizinischen Scanner hinten drin. Im Auto. Denn das ist ja ein Krankenwagen. Wenn ich mich richtig erinnere, solltest du uns auch beide scannen. Ja, ja, sollte ich. Es gibt kein gutes Personal mehr heutzutage. Bleib mal da sitzen. Ich kletter nach hinten und kram nach diesem Scanner. Etwas umständlich drückt der relativ breite Ork sich irgendwie in den Wagen rein, der hinten so ein bisschen in die Knie geht. Ja. Und holt einen Scanner raus, der ganz offensichtlich schon bessere Tage gesehen hat, denn der ganze Krankenwagen ist ja gerade eigentlich renoviert oder repariert worden, als ihr ihn geklaut habt. Dementsprechend ist die Ausrüstung auch nicht on top of things und schon gar nicht irgendwelchen hygienischen Standards entsprechend. Aber das ficht dich natürlich nicht an, nehme ich an. Nö. Also mich schon, aber ich versuche nur die Dinge anzufassen, die einigermaßen sauber wirken. Okay. Wenn irgendwo eine Staubschicht drauf ist, dann fasse ich es nur sehr mit großen... Und also mit sehr spitzen Fingern für seinen Ork nimmt der Ork dann irgendwie diesen Scanner. Das ist tatsächlich so ein, ja, sieht ein bisschen aus wie ein alter Kamera von der Größe her, so ein leichter viereckiger Kasten mit einem Schirm. Der hat verschiedene kleine Throats dran, also verschiedene Kabel, die man tatsächlich auch auf was drauf, genau, vielen Dank, ja, sehr schön, ausgezeichnete Prop-Ausrüstung, die man an dich dran machen kann und an den Kopf irgendwie, um irgendwelche Hirnwellen zu checken. Dann gibt es noch so ein Band, was er um den Arm drum macht. Die messen offenbar Blutdruck und Puls und solche Dinge. Was genau machst du da? Ja, du siehst nicht gut aus. Ich muss checken, ob du überhaupt noch einsatzfähig bist. Das hört sich sehr professionell an. Kannst du damit checken, ob mit meiner Erinnerung alles in Ordnung ist? Ich
nehme an, das kann ich nicht, Jan, oder? Nee. Es ist, du kannst die Gehirnwellen doch, also du kriegst Gehirnwellen mit, wenn es jetzt sozusagen ständige Aussetzer gäbe. Also würde sie jetzt zwischendurch Blackouts haben, dann würdest du es mitbekommen. Aber du kannst nicht rückwärts scannen, ob da mal irgendwas war, und du guckst auch nicht, das ist kein CT, in dem du irgendwie Gehirnarien rausfinden kannst. Mach doch mal so ein Medizin plus Logik, wenn du nicht spezifisch irgendwelche Fähigkeiten in Bezug auf das Benutzen von Scannern im medizinischen Bereich hast. Medizin plus Logik. Charakterbogen aufmachen. Logik habe ich 4. Medizin hatte ich doch auch irgendwo. Geht so. Dachte ich. Es ist schön, dass wenn Leute was genauer auf ihrem Bildschirm erkennen wollen, sie zur Hilfe. Hello, is this forehead of security? Ich hatte doch Medizin, oder? Hätte ich jetzt da gedacht. Da bin ich mir ziemlich sicher, ist eine Fertigkeit, richtig? Ja. Ja. Ist eine aktive Fertigkeit. Aber vielleicht ist es auch in SR6 jetzt wieder anders. Keine Ahnung. Ich habe offenbar durch die Übernahme in die 6. Edition meine medizinischen Fertigkeiten verloren. Oder sind Nein! Nein, das kann doch nicht sein. Hast du was bei Wissen vielleicht einfach? Nein, komm. Er kriegt jetzt, ich würde sagen, weißt du, meine beste Fähigkeit ist Feuerwaffen. Da habe ich dann 6 drin. Naja, er ist aber nicht, also er ist ja nicht, er ist Fahrer, nicht Sanitäter sozusagen. Ah, aber okay. Lass uns doch mal gucken. Ja, genau, ich bin ja eigentlich nur Fahrer. Also, aber du hattest meiner Ansicht nach auch irgendwas mit Medizin. Sagen wir mal, du hast dann deine üblichen 3 Medizin, mit denen man ungefähr als Halbprofi durchgehen kann. Ich überlasse das deiner SL-Willkür. Ich bin da. Ja, wir sind da jetzt nicht so. Machen wir nicht lange mit rum. Ich bin übrigens sehr versucht, dem wartenden Clemens irgendwie in OBS noch ein Lächeln ins Gesicht zu malen oder so. Ja, Smiley. Ersetzen brauchen wir, ne? Kann man nicht so lustige Katzengesichter drauf machen oder so? Brillen? Ja, Brillen habe ich schon. Da geht doch was. Nee, Jan, 5 und 6 brauchen wir. Ja, 5 und 6 brauchen wir. 3 Erfolge. 3 Erfolge ist genau der Durchschnitt für eine Handlung, die nicht allzu kompliziert ist, aber eine leichte Professionalisierung erfordert. Gut, also, was kann man rausfinden? Erstens, damit wir es noch schnell klären können, Medizin ist jetzt Biotech, da hätte ich sogar Biotech, das genau. Ungeübt, nicht nutzbar, und ich hätte damit Stufe 5 hätte ich 9. Ah, Biotech, genau, richtig, das heißt nicht Medizin, sondern Biotech. Siehst du, vielen Dank, lieber Chat, dann dass ihr das Erfolge. Gut aufpasst. Sehr schön. 4 Erfolge, umso besser. Das ist ja schon ein richtig gutes Ergebnis. Was kannst du feststellen? Zum einen stellst du fest, dass ihr gesamte Pulsfrequenz, ihr Blutdruck und alles wahnsinnig stabil und regelmäßig ist. Da gibt es sozusagen ganz, ganz wenige Schwankungen. Ihr Herzrate und alles ist fast, als ob jemand sozusagen mechanisch aufgezogen hätte. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Die Gehirnströme weisen eine ungewöhnliche Aktivität auf. Also entweder ist sie gleichzeitig sehr ruhig und sehr agitiert, aber nur im Kopf. Oder es gibt irgendwas anderes, was du da misst, von dem du dir nicht ganz sicher bist, was es ist. Auf jeden Fall stimmt da was nicht. Also das ist kein Ergebnis, das sozusagen zusammenpasst. Das Gerät ist kaputt. Ja, das ist die Möglichkeit. Das Zweite, was du sehen kannst, ist, dass ihr, sie hat irre viele Cybertech drin. Das stellt das keiner natürlich fest. In allerlei, also in Armen, Beinen, Kopf, Auge, Ohren, überall. Das ist relativ teures Zeug, also es ist nicht kein billiger Schutz, sondern meistens Biotech in vielen Bereichen, wenn ich es recht erinnere, oder? Ja. Yeah. Insofern also hervorragend gemacht, aber was dich viel mehr fasziniert, ist, dass ihr gesamter Körper gleichzeitig organisch und anorganisch anzeigt und offenbar von einer irren Menge von Nanobots durchströmt wird, die ihre gesamten Blutbahnen durchziehen, bis ins Kleinste. Ist normal, wenn man so viel Cyberware hat? Nein, das kannst du in deinem Kenntnisstand durchaus sagen, das ist definitiv nicht normal. Die Cyberware wird zwar manchmal wird sozusagen das Grafting über Nanobots gemacht, damit man halt Muskelimplantate, also Sachen, die wirklich tiefgreifende Eingriffe sind, werden oft über Nanobots nach und nach aufgebaut und nicht einfach nur einmal dran genagelt. Aber dass die dann noch so lange, die gehen normalerweise noch eine Weile kaputt. Also dafür sind die da, dass die eben nach einer Weile aus dem Blutbahn verschwinden und einfach sozusagen wieder ausgeschieden werden über Nieren und Leber. Aber dann müsste sie sozusagen jüngst
ganz, ganz viele Operationen auf einmal gehabt haben. Das wäre die einzige Erklärung dafür, aber das ist definitiv nicht der Fall, weil die Jungs fast das ja noch im Laufen sind. Ja, Das fände ich wirklich kaputt, das Gerät, ne? Kann ich das irgendwo speichern, den Befund? Kann ich den ausdrucken? Ist das mit so einem Handprinter. Du kannst den natürlich speichern, du kannst ihn einfach auf deinem Comlink speichern, ja. Ja, kannst dir an deinen eigenen Comlink schicken, kein Problem. Und, Ja, ich glaube, das Ding ist kaputt. Zeig nur Unfug an. Ich glaube, dir geht's gut. Geht doch nicht so, wie das sieht das Fachpersonal. Du fühlst dich auch gleich viel beruhigter. Finch. Das hat also gar nichts gebracht. Warum haben wir das überhaupt getan? Dachte, ich kann gucken, ob ich irgendwas verabreichen kann. Um was zu tun? Kurze, aber ich glaube, du bist fit genug. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier. Der Boss hat uns neue Koordinaten geschickt. Und wir fahren da jetzt mal rein, oder? Nein? Finn springt raus, macht die Tür zu und geht zu der Garagentür. Okay. Sie steht schon offen, ne? Also es ist tatsächlich sie ist schon offen. Ja, ja. Das muss nicht geöffnet werden. Also so ein Rolltor, was einfach nach oben gegangen ist. Dann einfach mit einer gelassenen Bewegung die Waffe wieder ziehen und neben sich mit einem entspannten Arm und mit Finger weg vom Abzug hängen lassen, aber bereit, sie einzusetzen. Und dann kurzen Blick rein, umsehen mit den verstärkten Augen und schauen, ob da schon jemand drin ist und was da drin ist. Gut, also du kannst dank deiner Augen nah und fern und hell und dunkel und alles sehen. Das ist auch kein Problem. Die Garage ist ganz offenbar lange nicht benutzt worden. Also es ist wirklich staubig und schmutzig. Es liegen in der Ecke ein paar kaputte Reifen, die auch schon bessere Tage gesehen haben, als sie noch kaputt waren. Du siehst eine kleine Stahl- oder Plastikstil oder wie auch immer Metalltür, metallähnliche Tür, die da hinten rausführt aus dem Ding. Und ansonsten ist das nur blanker Beton. Da ist tatsächlich gar nichts, was irgendwie geheimnisvoll oder rätselhaft oder gefährlich aussieht. Na dann. Ich steige wieder in den Wagen und wo ist das Lenkrad hingetan? Da. Da, alles klar. Ich frage da rein. Wo ist mein Lenkrad? Das ist kein Problem. Du setzt rückwärts rein und stehst dann in der Garage. Zufälligerweise passt die Garage relativ gut auf den Wagen, als ob jemand sich das ausgedacht hätte. Also, da ist noch ein bisschen Platz. Kann ich angeschlossen, mein Lenkrad? Das ist kaputt gegangen. Das ist halt Wi-Fi. Ups. Die Props sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, wir haben glücklicherweise Nico in das Konsolenzimmer gesetzt, was? Also, das ist eigentlich unser Gästezimmer, aber da stehen ein paar Konsolen. Ja, gucken, was heute noch kaputt geht. Smedley meldet sich bei dir. Und? Also nur bei Rhetorik. Oh, ja. Das Hallo? Ergebnis? Ich glaube, der Scanner ist kaputt, aber der sagt, sie wäre voller Naniten. Smedley würfelt bedeutungsschwer. Aha. Warum sollte der kaputt sein? Ja, ist ja er zeigt halt. Das ist ja nicht normal, oder? Warum sollte sie voller Naniten sein? Weil hier überall welche in der Luft sind. Was? Ich guck mir die Fenster wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das ansteckend ist. Es kann sein, dass Kontakt mit ihr die Naniten überträgt. Das ändert die Sache. Wir können euch nicht hier lassen. Ich bin ja im Auto und sie nicht, ne? Ja. Ich mach die. Die Tür des Autos geht zu. Ja. Alle Schlösser, klack, 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 des Autos werden verriegelt. Gut, Finch ist noch draußen, aber. Die. Gut, dass er nicht nach Jill gefragt hat, bisher. Hey, Rhetorik! Was soll das? Oh, das war keine Absicht. Wie habe ich das gemacht? Hey, okay. Finch geht hin und haut gegen die Tür. Ja. Die Tür macht Gang, 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 Gang.
Ich lasse den Wagen an und fahre langsam wieder, wieder zurück. Aber ganz langsam. Piep, piep, piep. Ja. Okay, geschafft. Also nicht so, dass ich jetzt aggressiv davonfahre, sondern nur um Abstand zwischen mich und sie zu bringen. Ja, dir, dann stellt sie sich vor die Motorhaube und du siehst vor dir halt eine zierliche Frau mit einer gepanzerten, angesenkten Jacke und schwarzen Augen und einer Waffe in der Hand, die so... Was ist da los? Kommt die Stimme von Smedley. Du gerätst langsam so ein bisschen unter Druck. Das sind verschiedene Faktoren. Was soll ich mit dir machen, Chef? Warte einen Moment. Hast du die Scan-Daten? Ja, ich schick sie rüber. Gut. Finch. Jetzt kommt plötzlich Smedleys Stimme in deinen. Ja. Boss, hast du eine Ahnung, was mit Rhetorik los ist? Er hat Angst vor Ansteckung. Die Scans haben ergeben, dass dein gesamter Körper von den Naniten überzogen und durchzogen ist. Welche Naniten? Die Luft, das Schillern, das du gesehen hast. Es scheint sich dabei um Naniten zu handeln, die von dem Drachen runtergefallen sind. Ich habe eine Drachenkrankheit. Was das, weiß ich nicht. Ich schick's gerade an jemanden, der vielleicht damit mehr anfangen kann. In der Zwischenzeit werden wir unseren Plan ändern müssen. Lass den Baseballschläger einfach hier in der Garage liegen. Der ist in dem Wagen, den Rhetorik gerade langsam rückwärts rausfahren lässt. Rhetorik, wir brauchen den Schläger. Oh. Öffne den Wagen. Ah! Man bedenke, du hast einen Hazmat-Suit, ne? Stimmt, den trage ich noch, ja. Oder? Trage ich den noch? Den hast du bisher nicht ausgezogen, weil du musstest okay, ja nicht... Okay, dann trage ich den noch oder jetzt wieder. Das nutze ich wieder an. Ich nehme den Schläger, mach die Tür des Wagens auf, halt den, werf ihn raus und mach's wieder zu. Mhm. Finch versucht, den Schläger zu fangen. Ja. Die Reaktionsschnell, wie du bist, sollte das gelingen. Du weißt, schon dass klar, du den Schläger theoretisch auch einfach den Laster wahrscheinlich wegbollern könntest. Finch geht zur hinteren Ecke und lehnt den Schläger dort vorsichtig an die Wand. Okay. Wirkt ein bisschen seltsam in dieser verstaubten, abgeranzten Garage im Nichts irgendwo in Südostboston einen super weltseltenen, extrem wertvollen magischen Gegenstand rumliegen zu lassen, aber... Wenn der Boss das sagt. Wenn der Boss das sagt, genau. Dann laufe ich hinter dem rückwärts wieder raussetzenden Krankenwagen her und ziehe dann das Tor runter. Okay. Das Wagentor lässt sich ohne großen Widerstand vergleichsweise gut geölt, komischerweise, schließen. Smedley? Ja. Der Schläger ist in der Garage. Ausgezeichnet. Eure blinde Passagierin habt ihr erledigt? Rhetorik sagte, wir können sie laufen lassen. Ah, ich sagte ihm, er soll sich um sie kümmern. Boss, das ist zugegebenermaßen unterschiedlich auslegbar. Ich werde darauf achten, das nächste Mal expliziter zu sein in meinen Anweisungen. Soll ich sie aufspüren und ausschalten? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Außerdem ist es zu gefährlich, dich hier rumlaufen zu lassen. Für wen? Das wird sich rausstellen. Okay, wohin jetzt? Erstmal zurück in den Wagen. Ich habe eine Idee. Rhetorik. Ja? Die Angelegenheit ist etwas komplizierter, als ich zunächst vermutet habe. Wir werden Finch zu jemanden bringen, der vielleicht mehr über die Sache weiß. Okay. Gib dir neue Koordinaten. Fahr sie dahin. Okay. Ich habe nicht irgendwie noch so eine Plexiglasscheibe, die ich zwischen mich und den Bereich. Doch, natürlich. Du kannst, da gibt es eine komplette, also es ist eigentlich, ist da, es ist sozusagen ein Krankwagen mit einer Eingangstür zwischen der Krankenzone und dem Fahrerraum. Und die kann man natürlich versiegeln. Das ist. Gut, dann mache ich das. Dann fahre ich wieder zu ihr und mache die Tür wieder auf.
Gut, also sie steigt ein. Redrück sitzt im Hazmat-Suit in dem Auto drin und verriegelt Gesundheit. Da war schon die Krankheit, die Nani. Ja. Riegelt dann auch noch mit so einem Pfff, zwischen hörst du, wie so eine Schleuse zugeht zwischen dir und ihm. Und so ein komisches rotes Licht anfängt zu blinken in dem Wagen hinten drin. Bedeutet wahrscheinlich nichts. Naja, solange jetzt nicht irgendwo noch irgendwelche Düsen aufgehen und irgendwie Betäubungsgas rauskommt oder sowas. Genau, das wäre jetzt auch, nachdem du drin sitzt, gibt es ja auch keinen Grund mehr, das zu tun. Okay, gut. Und es geht wieder los. Du siehst jetzt hinten nicht mehr sonderlich viel. Durch die Scheibe ist auch so leicht getönt, kannst du erkennen. Er fährt tatsächlich halbwegs rasant durch die Straßen Bostons. Und jetzt schauen wir mal, wie gut du fahren kannst. Denn jetzt gibt es ja allerlei Hindernisse, Leute, die auf der Straße rumstehen, irgendwelche. Oh nein, jetzt legen wir uns wieder mit irgendwelchen Gängern an, die wir auch schon überfahren haben. Okay. Sind da nicht immer noch ein paar unterwegs? Ja, da sind immer ein paar unterwegs, von denen gibt es ja immer welche. Bei euren Bodenfahrzeugen habe ich immer in 8 Würfel. Bist ja auch der Fahrer. Gar nicht so scheiße. Eben. Medizin und Fahren waren die beiden Sachen, die du kannst neben Schaden aushalten. Wenn Jason Statham ein Ork wäre, dann wäre er immer noch nicht Rhetorik. Ich habe zweimal eine 5 gewürfelt und zweimal eine 1. Das ist egal, die 1 ist dann nicht so relevant. Das zählt ja erstmal mehr als die Hälfte deiner Dinger. Okay, ja, ist schon schwierig, das Fahren. Also tatsächlich hauptsächlich deswegen, weil es eben alte Straßensperren gibt, Autofracks rumstehen, funktionierende oder mal vor kurzem funktioniert habende Autos rumstehen. Es sind immer mal wieder Leute unterwegs, die über die Straße wanken und keine richtige, soll ich sagen, sich nicht von dir unter seinen Sirenen oder von irgendwas beeindrucken lassen. genau, map. Tatsächlich ist der Krankenwagen fast das einzige Fahrzeug außer den Neonet oder Corp Security Wagen, die hier unbeschadet durchkommen, weil man vermutet, dass du irgendeinen Grund hast, da zu sein. Dementsprechend ist es etwas leichter für dich, als es vielleicht für einen normalen zivilen Wagen wäre. Gut, du bist auf dem Weg zu neuen Koordinaten. Wir schauen uns mal bei den neuen Koordinaten um, Clemens. Collateral sitzt in einem kleinen, etwas schmutzigen, leicht ranzigen Raum, der ihm Zuflucht bietet. Nicht das, was er gewohnt ist. Du hast zwar im Studentenwohnheim das MITNT auch nicht gerade luxuriös gewohnt, aber zumindest immer sauber. Und da du einer der jungen, aufstrebenden Star-Wissenschaftler bist mit einem Stipendium im MITNT reingekommen, hattest du also tatsächlich eigentlich einen ganz guten Wohnheimplatz. Aus bekannten Umständen hast du den verlassen und hast dich jetzt bei einem Kontakt von dir vorübergehend eingenistet. Nämlich Zombie, wenn ich mich recht erinnere, heißt der junge Mann. Genau. Und der ist seines Zeichens Dealer. Oder was macht der? Also er studiert magische Alchemiker und Alchemie und sowas, aber bessert sein Konto halt mit dem Verkauf von Drogen auf, die er selbst zusammenpanscht in seiner Wohnung. Genau. Also immer mal wieder spannende magische Drogen. Und das ist jetzt hier sein Stash-House sozusagen. Das hat er natürlich nicht bei sich auf dem Campus, sondern das ist in einem ebenfalls etwas weniger respektablen Gebiet im Südosten von Boston. Noch nicht ganz, also etwas nördliches Leather District, das heißt noch nicht ganz in den wirklichen Slums, wo irgendwie hundegroße Ratten unterwegs sind, die ständig den Kindern die Köpfe abbeißen, sondern das ist, sag ich mal, einfach ein bisschen eine Gegend, die halt leicht runtergeschangelt ist, weil da keiner gerne wohnt, aber es ist noch nicht so, dass man da an jeder Ecke Gänger hat oder so, die kommen immer nur nachts raus. Ähnlich wie die großen Ratten. Ja, da hockst du, es ist ziemlich trostlos, weil das ist kein nicht dafür gedacht, dass man da mehr macht, als vielleicht mal irgendwie über Nacht. Das heißt, es gibt ein altes, ziemlich ausgesessenes oder ausgelegenes Sofa, es gibt irgendwie ein paar aufgerissene Packungen von irgendwelchen Sojariegeln und es gibt halt eine ganze Menge Plastiktüten mit irgendwelchen bunten Pillen, lustigen, glänzenden, funkelnden Substanzen, regenbogenfarbenen Flüssigkeiten und allerlei Zeug, was so das durchschnittliche Party-Kit von irgendwelchen Corporate-Leuten gerne einwirft oder was man auf Studentenpartys zum Stimmungssteigern nimmt.
irgendwann kommt besagter Zombie rein und sieht nicht ganz so gut aus. Das wäre jetzt, glaube ich, Bild 1, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also ich habe auch ein Bild, das heißt Zombie. Nee, das ist Zombie. Nicht Bild Zombie, genau. Das ist nicht Bild 1, sondern Zombie. Den haben wir direkt so benannt. Ha, der einfache Teiler. Genau, Zombie. Er hat seinen Namen daher, dass ihm bei einem seiner alchemischen Versuche mal das Gesicht ein bisschen lädiert wurde. Seitdem sieht er nicht mehr ganz so gut aus. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum er vergleichsweise careless mit seinem tollen MIT-Studium umgeht und stattdessen natürlich das Risiko eingeht, da irgendwie verknackt zu werden und rauszufliegen. Okay, kommt rein, sieht dich, der hat immer so ein leicht, also ist so ein bisschen grundgenervt irgendwie, nicht der bestgelautetsten einer. Okay, Collateral. Was ist denn los mit dir? Du siehst voll fertig aus. Oh, ist doch alles ruhig. Der ganze MIT, ich kann es nicht mehr sagen, der ganze Campus, der ganze Campus hat nach dir gesucht, Mann. Die Typen waren mir auf den Fersen. Oh. Was hast du für eine Scheiße gemacht? Ich hab gar nichts. Ehrlich. Auf jeden Fall ist mir das zu heiß. Du kannst hier nicht bleiben. Oh Mann, ja, ich dachte mir das. Aber Alter, eine Nacht noch, Mann. Nee. Wenn ich hier auffliege, dann bin ich am Arsch, Alter. Das geht nicht. Pass auf, ich hab einen Kontaktmann von mir angerufen. Er hat gesagt, er kümmert sich drum. Und er besorgt dir einen Ort, der sicher ist. Okay. Die kommen hierher und holen dich ab. Okay? Okay. Ja, ich pack dann mal, ne? Ja. Die sollen in einer halben Stunde hier sein. Ich mach mich dann weg. Mhm. Alles Gute, Alter, ja? Nicht so gut, aber ich kann das echt nicht riskieren. Ja, ist schon okay, Alter. Danke trotzdem, Mann. Klar, Mann. Gut. Marschiert raus, wirft noch so einen letzten Blick zurück. Ob das jetzt der ich sehe dich nicht mehr wieder Abschied war oder der wann bist du endlich weg Blick, bist du nicht ganz sicher. Mhm. Und dann dauert es eine Weile und es kommt ein Anruf an dich. Ein gepflegter, gut aussehender, wenn man das für Trolle sagen kann, sehr gut angezogener auf jeden Fall, Troll mit einem Monokel und einem Fake oder echten englischen Akzent. Guten Tag. Barnes hier, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Smedley Pembranton III. Und ein gemeinsamer Freund hat mir unterbreitet, dass Sie auf der Suche nach einem sicheren Ort sind. Ja, das ist in der aktuellen Lage wäre das von Vorteil, muss ich gestehen. Ich habe mir erlaubt, einige Erkundigungen einzuziehen. Und es scheint, als ob Ihre Schwierigkeiten im MITNT begonnen hätten mit einer Entdeckung, die für mich von einigem Interesse ist. Meinen Sie diesen Gang voller Nanokanister? In der Tat. Es mag Ihnen entgangen sein, aber seit Sie aus dem MITNT entflohen sind, gab es in der Stadt einige Vorkommnisse. Unter anderem ist offenbar von dort der Drache gekommen, der die Stadt verwüstet hat. Zumindest in der Nähe. Das MITNT ist abgeriegelt und wird überwacht. Streng überwacht. Oh, gut, dass ich da rausgekommen bin. Puh. In der Tat. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Ich kann Ihnen absolute Sicherheit vor jeglicher Nachstellung bieten und eine erhebliche Summe an Geld, um ihre Karriere weiter fortzusetzen und ihre Forschung zu finanzieren. Oh, klingt interessant. Schicken Sie mir den Vertrag doch mal zu. Das wird unter Ehrenmännern mündlich abgehandelt. Na. Ja. Es gibt nur einen kleinen Gefallen, um den ich Sie bitten würde. Der wäre? In wenigen Minuten wird vor Ihrem Haus ein Dogwagon parken,
Dort ist eine meiner Angestellten, die ebenfalls eine Naniten-Problematik aufweist. Es sind genau gesagt zwei gefallen. Ich würde Sie bitten, diese genau in Augenschein zu nehmen. Mhm. Und sie dann dorthin zu führen, wo die Nanitenkanister im MTIT gelagert waren. Ja, klar, wenn es sonst nichts ist. Hervorragend, dann sind wir uns einig. Wir haben noch nicht über die Summe gesprochen. Tatsächlich ist er weg. Arschloch. Gut, ihr kriegt neue Koordinaten nicht allzu weit von da, wo ihr seid. Etwas nach Norden fahrend Richtung Hafen und Docks. Oder Nordosten fahrend Richtung Hafen und Docks. In einer Arbeitergegend würde man sagen. Also das heißt, hier sind so die üblichen Lohnsklaven, die Gelegenheitsjobs haben, die also nicht fest angestellt sind bei irgendwelchen Corporates und dort in deren Arkologien wohnen oder auf dem Corporate-Gelände. Hier sind Imbissbudenverkäufer und Putzfrauen und sonstiges und Putzmänner und Putzorks und Putzzwerge, um hier niemanden diskriminieren zu wollen. Und hier ist es auch vergleichsweise ruhig. Also die üblichen Gängerbarrikaden gibt es hier nicht. So ein bisschen ist es die Gruppe von Leuten, um die sich niemand kümmert, so recht. Weder sind sie wichtig genug, um große Security zu kriegen, noch sind sie reich genug, um als Opfer für irgendwelche Gänger herzuhalten. Noch ist die Gegend irgendwie interessant genug, um für irgendwas anderes herzuhalten, außer vielleicht zwischen zwei Straßengangs, die sich mal da irgendwie bekriegen, aber die sind aktuell beide nicht da. Vor einem ebenfalls völlig identisch aussehenden Reihenhaus, ungefähr 6-7 Stockwerke hoch, haltet ihr an und euch wird gesagt, dass da drin in einem Apartment, das euch entsprechend angewiesen wird, ein Typ namens Collateral auf euch wartet, der potenziell in diesem Naniten-Thema weiterhelfen kann. Und steht Collateral auch auf dem Klingelschild? Nein, aber das Apartment steht nummeriert auf dem Klingelschild, da stehen überhaupt keine Namen, da stehen nur Apartment-Nummern drauf. Und wir haben die Apartment 5-3. Na gut. Also ich bleib hier sitzen und ich mach dir die Tür auf. Ja, das dachte ich mir. Finch steigt aus. Waffe im Teilenholster unter der Jacke. Sie sieht aber trotzdem wahrscheinlich etwas ramponiert aus mit den angesenkten Panzerteilen und dergleichen. Ja, leicht. Außerdem hast du ja auch eine relative Menge von Brain Splatter irgendwie auf dir drauf gehabt und so. Also die Jacke ist nicht ganz taufrisch. Ja, die ist wohl nicht mehr zu retten. Aber Fashion Statements sind nicht so ihr Ding. Genau, als Fashion Statement dient sie nicht, aber... Ja. Also auf, sie geht hin. 5-3. Okay. Es klingelt an deiner Tür. Ja? Hey, ich soll hier einen Collateral abholen. Ah, ich komme, Moment. Ja, das war einfach. Ich meinen Rucksack, Jacke und komm runter. Finch geht zu dem Wagen zurück, klopft vorne an die Scheibe und sagt, ich glaube, der ist nicht ganz hell. Er hat nicht überprüft, wer wir sind. Meinst du mich? Mit wem redet sie noch, wenn sie an deine Scheibe klopft? Bist du mit mir? Ich habe mit dir geredet, ja. Überprüft man, wer das ist, wenn es klingelt? Habe ich das falsch gemacht? Du läufst die ganze Zeit in einem Hazmat-Suit rum, aber du prüfst nicht nach, wer die Menschen, Orks, Trolle, Elfen oder dergleichen sind, mit denen du arbeitest. Ich habe dich auch nicht überprüft. Tja. Hast du mich überprüft? Ich habe zumindest gecheckt, dass Medley mir bestätigt hat, dass du die richtige Person bist. Und das machen wir jetzt auch. Okay, gut. Du nimmst die Treppe, der Aufzug scheint irgendwie schon längere Zeit nicht mehr zu funktionieren. Marschierst fröhlich runter und die beiden draußen machen bitte mal einen Wahrnehmungswurf mit Wahrnehmung plus Intuition. Ich habe mich überprüft und trotzdem wollte sie mit mir arbeiten. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Hat sie sich vielleicht nochmal anders überlegt inzwischen? Ja, ich habe überhaupt keinen Erfolg. Ich habe sogar einen Patzer. Wo finde ich Wahrnehmung? Das ist auch eine Fähigkeit und dann gibt es Intuition als Wert. Dazu als Stat. Ja, da habe ich 4 und Wahrnehmung ist eine Fertigkeit, sagst du? Ah ja. Nein, da habe ich jetzt 10, okay. Aha. Okay, er kann gucken, mehr als fahren. Medizin und fahren. Ja.
Round-Talent. Ja. Und hält was aus. Was ich nicht kann, ist würfeln. Ein Erfolg. Alles klar. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass hier irgendwas ist. Gut, die Tür von dem Gebäude geht auf und heraustritt jemand, der aussieht wie folgt, Clemens. Trägt so eine Korthose, so Springerstiefel-Imitate, ein T-Shirt, wo drauf steht Science is better than nature und so eine Jacke mit verschiedenen Patches. Alter? So 23, 24. Wuschelige Haare, so eine Brille, hat so eine Knarre im Hosenbund stecken, so einen Rucksack auf. Smedley? Ja. Ist Collateral so ein Baby? Vermutlich. Er ist ein vielversprechender junger Studierender des MIT&T. Er sieht nicht sehr vielversprechend aus. Ja. Ich übermittle ein Bild an Smedley. Ah. Ich hoffe, es steckt mehr in ihm, als man sehen kann. Sieht aus wie aus einer schlechten alten Sitcom. Stimmt. Aber das ist der Richtige. Gut, danke. Wohin mit ihm? Zum Hafen. Hafen. Einsteigen. Schönen guten Tag, auch für Sie. Ich bin Collateral und steige in den Wagen. Du willst gerade in den Wagen steigen, als plötzlich ein Zischen sich bemerkbar macht. Und etwas überrascht nehmt ihr wahr, dass ihr beschossen werdet. Sehr überrascht sogar in meinem Fall. Was? Die Schüsse, das ist gar nicht schlecht. Du darfst auch nochmal, Collateral darf auch nochmal einen Wahrnehmungswurf plus Intuition machen. Habe ich 7 Würfel. So. Ich habe 2 Erfolge. Im letzten Moment, bevor die Kugeln einschlagen, merkst du tatsächlich, dass gegenüber auf dem Dach siehst du 2 Typen, die lange Rohre in der Hand haben, vermutlich irgendwo mit irgendwie Fernrohren dran. Und sehen beide so ein bisschen gefährlicher aus als normalerweise diese Straßen, die rumlaufen würden. Und dann siehst du auch schon, dass offenbar auf dich geschossen wird. Das heißt, du kannst deine Verteidigung ganz normal machen. Das heißt, du würfelst Reaktion plus Intuition, glaube ich. Jetzt fängt es wieder an, wie das hier geht mit dem Kampf. Ich vergesse es immer wieder. Und genau, zum Ausweichen. Genau, ich habe einen Verteidigungspool von 7. 2, 4, genau, stimmt, der Charakterbogen sagt einem ja, was der Verteidigungspool ist. Genau, das ist ganz praktisch. Stark praktisch, muss man es nicht wissen. Ich habe 2 Erfolge. Das reduziert die Menge der Einschläge schon mal um einiges. Dann schaue ich doch mal kurz auf den Schaden. Kannst du eigentlich deine Webcam ein bisschen kippen, Clemens? Weil du hast so nur in der unteren Bildhälfte. Und ich besser. Sehe, ja, mehr Clemens. Na, okay, für Clemens für alle. Ja, mehr Clemens. Ja. Dankeschön. Gerne. Der Clemens ist immer besser. Dumdildumdildei. Okay. Das wären dann nur noch 6 Schaden, die du mit deiner Konstitution wegwürfeln kannst. Mhm. Das ist nicht so gut bei dir, ne? Nee, ich habe keinen Erfolg. Das ist, ich krieg also damit das 6 Schaden. Also nee. Wow. Eine Kugel schlägt ein. Wow. Ich will natürlich sofort Gas geben, ne? Sobald wir beschossen werden. Ohne, ja, dass wir drin sind. Völlig egal, ob ihr drin seid oder nicht. die Reaktion erfolgt leider verzögert, weil dein Wahrnehmungswurf ja auch nicht besonders toll war. Insofern, die Initiative schauen wir dann gleich. Du kannst tatsächlich auch noch Initiative würfeln, habe ich völlig vergessen, Clemens. Alles klar. Das habe ich, weil du ja nicht überrascht warst. Also bist nicht 10 habe ich. 10. Okay. Ja, 7 plus 1 wie 6 ist jetzt, ich bin halt ein Student. Überschaubar viel. Okay.
Das heißt, dir steht eine Handlung frei. Super. Zu Boden werfen oder in Deckung werfen. Mhm, das mache ich auch. Ins Auto springen oder so, also wenn das möglich ist. Ich war ja eh gerade dabei, irgendwie... Genau, du wolltest gerade reinhüpfen, also gerade zum Auto gehen. Also kannst, ist die Tür auf? Habt ihr die aufgelassen? Also, angelehnt vielleicht. Ja, okay. Dann mach doch einfach mal so einen Athletik-Hechtsprung in die angelehnte Türspalte hinein. Ist auch deine Stärke, oder? Athletik. Auf jeden Fall. Ich habe 2 Erfolge bei 2 Würfeln. Das ist, mehr kann man nicht machen. Also. Das ist wahrscheinlich erfolgreicher, als wir hätten. Okay, ja, gut, das ist eine kurze Distanz, das ist kein Riesending. Das heißt, du machst einen Satz, du hast deine Verwundung wahrscheinlich schon abgezogen von den 2 Würfeln. Mhm. Hm? Sonst hättest du wahrscheinlich mehr als 2 Würfel. Naja, dann, also Athletik plus Geschick. Warte, ich würfel noch. Ja, aber das ist ja, da ich diese Fähigkeit nicht gelernt habe, kriege ich ja also inzwischen einen Abzug. Nee, auf der Athletik gibt es keinen Abzug. Also einfach nur springen nicht, das brauchst du nicht. Ja, aber die Fähigkeit Athletik ist, wenn ich sie ungeübt nutzbar, ziehst du ja automatisch auch vom Attribut immer ein. Ja, aber in dem Fall nicht, weil du jetzt, das wäre, wenn du wirklich ein Athletik-Ding machen würdest, wie, keine Ahnung, tatsächlich Hochsprung und tralala, aber das dann ist dann muss ich es nochmal probieren, entschuldige, ich habe das nicht. Das ist dann einfach nur Geschicklichkeit. Ich knall wahrscheinlich mit dem Kopf voll vor die Autotür. Ich hab eine 1 gewürfelt. Okay, das ist dann nicht so viel. Alles klar, du hechtest Richtung Krankenwagen. Das Blöde ist, dass der gleichzeitig irgendwie die Tür schließt, wird irgendwie reaktionsschnell, wie Rhetorik so ist. Auf einmal bin ich reaktionsschnell. Also zumindest schaffst du es nicht, in den Spalt reinzuspringen und du knallst irgendwie gegen die Tür. Tust dir jetzt nicht weh dabei. Bist gleichzeitig in Deckung, was dich vielleicht davor bewahrt, den nächsten Schuss abzukriegen. Schauen wir mal, was auf der Stelle passiert. Finch schaut auf den Typen, der angeschossen wurde und dann mit allem Schwung gegen das Auto gesprungen ist. Das ist ein bisschen seltsam. Er kam raus, er hat irgendwas gesagt, plötzlich gellt ein Schuss durch die Nacht oder durchs Dunkel. Er wird getroffen, du siehst das Blut so aufspritzen und dann rennt er nach vorne und macht so den Satz, halb schon offenbar verwundet, etwas entkräftet und knallt einfach gegen die Autotür. Wichtige Frage, das war die Seitentür, wo wir versucht haben reinzukommen? Das war die Seitentür, ja. Und hinten hat es auch noch eine Tür? Hinten hat es auch noch eine Tür, genau. Dann schrei ich über unsere Comlink-Verbindung Rhetorik, anhalten, wir sind gleich unterm Auto, lass mich fallen und roll zusammen mit dem hoffentlich nichts zu stark um sich zappelnden Verletzten unter das Auto. Das ist ein ausgezeichneter Plan, würfel doch mal Initiative und Rhetorik macht das auch. Hey, wenn ich eins kann, dann Initiative. Ja, 10, 15, 24. Das ist eine Menge Initiative. Dann steht das 7 plus 1 wie 6. Das kann, ja. Das kann nicht mehr sein. Das passt schon. 11. Damit bist du auch nicht so schlecht. Okay, also. Du hörst das, noch ehe du was tun kannst, im Sinne von anhalten oder irgendwas machen, rollt sich auch schon Finch mit dem Verwundeten unter den Wagen. Dafür brauchst du jetzt eigentlich nichts würfeln, das ist einfach eine normale Handlung, da gibt es jetzt kein ja, großes Risiko. Ja, auf ihn drauffallen lassen, packen und dann gemeinsam ja. Runterrollen. Okay, also es sei denn, Collateral wehrt sich da irgendwie gegen, aber ansonsten wirst du jetzt gegrapscht, du hast gerade noch so ein bisschen Brummschädel vom gegen das Ding oder irgendwas, ein paar Schmerzen. Du merkst auch inzwischen, dass das feucht wird irgendwie um deine Schulter rum, da scheint irgendwas getroffen zu haben. Der Schmerz wird gerade von dem Adrenalin etwas übertüncht und dann wirst du gepackt von erstaunlich kräftigen, schmalen Armen und das Auto gezerrt. Es sei denn, du wehrst dich aktiv dagegen. Nein, ich würde sagen, ich lasse das mit mir passieren. Okay. Gut, dann liegt ihr beide unterm Auto. Das ist schon mal eine deutliche Menge sicherer. Mhm. Rhetorik, was machst du? Achso, warte mal, hast du noch eine zweite Haupthandlung, Mayri? Hab ich? Ja, stimmt. Mayri hat noch eine zweite Haupthandlung. Sie kann ihre 4 Nebenhandlungen durch ihre 4 Initiative-Würfel in eine Haupthandlung umwandeln. Und mit der würde sie gerne jetzt schubbelnder und robbenderweise zusammen mit dem Verletzten unter dem Auto in Richtung Hintertür krabbeln. Okay, das ist eine wunderbare Handlung. Das kannst du ganz entspannt tun, also ganz aufgeregt tun. Da muss man aber nicht viel für würfeln, das wird einfach gemacht. Rhetorik, was möchtest du tun? Ich mache ihm die Tür wieder auf, oder? Die Hintertür, bitte. Die Hintertür aufmachen? Also ich habe angehalten, wie befohlen. Ich bin ja immerhin autoritätshörig manchmal. Vor allem, wenn er ankeift. Und mache die Hintertür auf, ja.
Okay. Noch irgendwas? Ich nehme an, diese Rettungswagen hat keine Geschütze. Ansonsten ducke ich mich einfach unter das Fenster. Gucken, das ist zum Beispiel das, was ich hören wollte. Alles klar, zwei Kugeln schießen Richtung deiner Scheibe. Das sind... wenn man in Deckung ist, dann kriegt man ja eine erhebliche... Also sagen wir mal, gut, du musst dich nicht in Deckung werfen, das ist eigentlich kein Problem. Das heißt, die einzige Frage ist, schießen die durch... Sind das realistische Fahrzeugtüren oder Filmfahrzeugtüren, ist die Frage. Filmfahrzeugtüren, die halten 230 Kugeln aus. na gut, die schießen von oben, das heißt, sie müssen nicht nur... Also das, die Frage ist ja, treffen sie dich sozusagen? Die Kugeln kommen auf jeden Fall. Mhm. Sie kommen auch zum Teil... durch irgendwas durch, aber sie schaffen es nicht mehr als Löcher reinzumachen. Also der Wagen ist auch vergleichsweise gut gepanzert, also jetzt nicht wie ein tatsächlicher Panzerwagen, aber ein Dockwagen ist durchaus ja auch für Einsatzgebiete, ja, die etwas gefährlicher sind, geeignet. Insofern haben die schon einen relativ hohen Grundwiderstand und die Kugeln schlagen mit dumpfem Knall in den Wagen ein. Die eine irgendwie zischt so oberhalb an dir vorbei und ist offenbar durch die Scheibe irgendwie durchgegangen, hat auch ein sehr großes Loch in die Scheibe gemacht. Aber keine von beiden hat dich getroffen. Yay. Die andere steckt irgendwo, keine Ahnung, vorne im Motorblock drin oder was auch immer. Das kann nicht, das ist bestimmt kein Schaden, der da ist. Nein, das ist bestimmt nicht, dass das Auto in irgendeiner Form behindern würde. Gut, ihr seid hinten dran und du könntest jetzt versuchen, elegant in den... Nächste Runde bricht heran, übrigens. Elegant in den Hintereingang hinein zu krabbeln. Oder elegant ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kriege den Typen, den wir mitnehmen wollen, möglichst samt seinem Kram da hinten reingewuchtet und dann auf die Ladefläche gezogen. Okay. Lässt du dich wuchten? Versuchst du auch zu krabbeln? Oder? Ja, ich versuche sie zu unterstützen beim Wuchten. Also ich krabbel in die Richtung, wo sie mich hinschleifen möchte. Alles klar. Dann brauchst du keinen Test zu machen. Dann ist krabbelt und wuchtet ihr euch gegenseitig da irgendwie rein. Und Rhetorik kann in der Hinterkamera sehen, dass sie den Wagen betreten haben. Und jetzt? Dann fährt er los. Ja. Na, dann mach mal. Es sei denn, du möchtest langsam und gemächlich anfahren. Nein, diesmal. Ich weiß nicht genau, gibt es hier Hydranten, Gartenzäune, mir alles egal jetzt gerade. ja. Wie war das Fahren? War ich ja gut, und das waren 8 Würfel, hatten wir gesagt, ne? Oder 7? Bei mir ist es unter Steuern. Steuern, Bodenfahrzeuge. Ich nehme an, das heißt Fahrzeuge steuern und nicht, wie ich meine Steuer mache. Als Shadowrunner. Steuererklärung ausfüllen, 8. Sehr gut. Ja, das sieht schon besser aus. Kann ich Sondermunition absetzen? 4 Erfolge. Wie viel? 4 Erfolge? 4 ist doch eine gute Menge von Erfolgen. Dann schauen wir doch mal, fahrendes Fahrzeug gegen schießendes Gewehr. Nein. Uiuiui, gar nicht. Okay. Kugeln schlagen nochmal ein. Tatsächlich aber zum Glück keine, zum Glück weiß man nicht, aber immer nur einer. Also das scheinen vergleichsweise großkalibrige Geschosse zu sein, die wirklich mit so einem richtigen in das Fahrzeug einschlagen. Du siehst, oder ihr beiden seht über euch, wie so eine Kugel einmal quer in die Wand reinschlägt und dann in die andere Seitenwand irgendwo hängen bleibt. Und die zweite offenbar Richtung Reifen gezielt war, aber es nicht geschafft hat, den platt zu schießen. Und dann bist du mit erheblicher Beschleunigung ein gutes Stück weiter weg und rast dann um die nächste Ecke. Smedley? Ja? 2 Schützen auf dem Dach des Gebäudes, wo wir das Asset rausgeholt haben. Wer war das? Unbekannt. Relativ gut ausgerüstet. Nicht die besten Schützen. Asset ist verletzt. Ich werde jetzt gleich mal mit unserem Ork tauschen. Gut. Findet raus, was er damit auf sich hat. Ich wusste nicht, dass das so heiße Ware ist. Der Typ ist heiße Ware. Sie schaut runter auf den Studenten mit seinem blöden Shirt und seinen verwuschelten Haaren. Das Äußere kann täuschen. Dann flicken wir ihn wohl besser zusammen. Finch out. Und dann bollert sie an die Tür zwischen Patiententeil und Fahrradteil. Aua, das tut ganz schön. Okay, ich sehe in dem Fall ein, dass es sinnvoll wäre. Oh,
die Tür aufzumachen. Und du hast auch immer noch eine Hazmat-Suit an, also so ist es nicht. Naja, immerhin, ja. Aber während der Fahrt tauschen ist ja auch verantwortungslos, ne? Trotzdem. Du kannst natürlich auch nochmal anhalten. Also ihr seid jetzt ein paar Ecken weiter, das geht ja relativ schnell mit so einem Auto. Mhm. Ich bin nicht unsicher. Soll ich anhalten? Finn schätzt ein, wie sehr er das Steuer verreißen wird, wenn er sich erschreckt und sagt, ja. Okay, ich halte an. Okay. Und dann wird schnell getauscht. Mach ich die Tür auf. Ja, gut. Dann wird geschwind getauscht, das heißt, du sollst nach hinten gehen. Ein Typ in einer Hazmat-Suit kommt in dein Ding rein. Das wirkt so ein bisschen wie ein seltsamer Tritt. Denn warum der Typ eine Hazmat-Suit anhat, erschließt sich dir nicht direkt. Das sieht halt auch etwas eigenartig aus, weil die Hazmat-Suit spannt an verschiedenen Stellen. Der kommt so ein bisschen ungelenk da reingetölpelt. Gerade versucht, mit Maike den Platz zu tauschen jetzt dafür. ich komme ungelenk da reingetölpelt. Genau, du setzt dich ans Steuer. Du bist auch in der Lage, Bodenfahrzeuge zu steuern, weil du ein Motorrad steuern kannst normalerweise, aber das Fahren eines Krankenwagens ist natürlich etwas schwieriger oder etwas anders. Die Frage ist jetzt, möchtest du weiterhin dich beeilen oder möchtest du eher gemächlich fahren? Da ich 11 Würfel in Steuern habe, würde ich mich weiterhin ein bisschen beeilen. Also ich würde zügig fahren. Ich will ja auch nicht, dass die hinten hin und her kollern. Ja, okay. Also zügig fahren, aber nicht jetzt irgendwie um jede Ecke rasen. Okay, ja. Es gibt Koordinaten, die Richtung Hafen zeigen, wo ihr hinfahren sollt. Die kannst du ansteuern. Ja. Okay. Dann fahre ich dahin. Dann brauchst du erstmal nicht zu würfeln, zügig fahren. Ist mit diesem Würfelpool problemlos zu machen. Mhm. Ich werf meine Würfel auf die Steuerung. So. Auf geht's, Richtung Hafen. Ja. Der Patient, den du vor dir siehst, verliert Blut und hat einen Einschuss von einer großkalibrigen Waffe in der Schulter. Gut, das ist ja nichts komplett Neues für mich. Nein, das ist im Prinzip tatsächlich das Vertrauteste, was dir in den letzten Stunden passiert ist. In diesem Fall auch Biotech, ne? Ja. Wenn ich das überleben... Sagen Sie mir die Wahrheit, Doktor. Wenn nicht, ruf mal. Das ist nicht so schlimm. Ist ja alles noch dran. Hier, vor ein paar Stunden ist Finch in zwei Hälften geschnitten worden und sich hier trotzdem noch. Also. Und sie hat ihr eigenes Lenkrad mitgebracht, offensichtlich. Ja, ich tausche das halt immer. Genau, das kann man sich... Gerne, auch jeden Tag was Neues über den menschlichen Körper. Zum Beispiel, dass er es überlebt, in zwei Hälften geschnitten zu werden. Also, nein, das, was bei Ihnen ist, ja, oder bei dir, darf ich du sagen, du bist so klein. Du bist ziemlich dick, aber ja, ist in Ordnung. Also für den Anzug. Ich wühle in den Schubladen und Schränken des Dogwagons, was ich da noch an Band habe. Es gibt ein Medkit, das hilft extrem. Das heißt, du kannst Biotech plus Logik würfeln. Der Schwellenwert ist 5 minus der Essenzwert deines Opfers. Das ist aber in dem Fall, wenn ich recht erinnere, sowieso 0. Also, nee. Ich habe Essenz 5,8. Ja, also 0. 5 minus 5,8 sind 0. Damit hast du einen automatischen Erfolg plus weitere Erfolge, die du jetzt würfelst. Das steht ja in meinem Charakterbogen bei Fertigkeiten, steht bei Biotech Attribut Logik, Stufe 5, Pool 9. Ist deine Logik schon drin? Ja. Mhm. Dann würfel ich weiter mit 9. Okay. Das ist gar nicht so scheiße, das sind 5 Erfolge. Damit kannst du dir 5 Schadenskästchen wegmachen, plus einen weiteren dafür, dass es ein automatischer Erfolg ist, weil deine Essenz so hoch ist und damit bist du wiederhergestellt. Oh. Wunderbar. Okay, tatsächlich sprüht er irgendwelchen lustigen Schaum drauf, macht irgendwelche Desinfektionen und klebt irgendwas rein und dann wird es noch mit Blaulicht irgendwie so gemacht, dass es sofort aushärtet. Und es zieht zwar noch so ein bisschen und du merkst es auch, aber das ist eher so, als ob jemand so einen Finger da permanent in die Schulter bohrt. Aber tatsächlich das Blut ist weg. Ja, Kugel war wohl Durchschuss. Ach gut, puh. Das war das erste Mal in deinem Leben, dass du erschossen wurdest, also angeschossen wurdest. Auch eine neue Erfahrung. Wow, ein ganz schön krasser Trip. Du hast ihm keinerlei Sachen gegeben, die ihn betäuben, insofern bist du nicht sicher, was krasser Trip er meint, aber wer weiß. Willst du was zum Betäuben? Mm-mm. Nee. Wow, ich bin das erste Mal angeschossen worden. Ich glaube, ich gebe ein Bier aus heute Abend. Baby. Okay. Gut. Will ich dir eine Urkunde schreiben dafür oder so? Hey, wenn du das machst, wäre das voll cool. Ich gucke in den Schränken, ob da irgendwelche
Nein, es gibt keine Verwundungsurkunden. Das gehört nicht zur Standardausrüstung eines Dogfranken-Vertrags. Sollte es aber. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind angeschossen worden. Vielen Dank. Oh Mann. Achievement unlocked. Der Achievement unlocked. Was denn auf euch? Hatten die schwarze Anzüge an, die Typen? Hab ich nicht gesehen, die waren im Dunkeln ziemlich weit weg. Also, du hast ja angeguckt. Das heißt, du hast ein ungefähres. Wir können kurz mal das Bild 1, Pick 1 hervorholen. Ja. Ich leg mal eben mein. Da sieht man so ungefähr, wie die ausgesehen haben. Das sieht der Clemens jetzt natürlich nicht, es sei denn, der guckt in den Twitch. So haben die ausgesehen. Haben die auch so cool posiert? Ja, total. Aber erst nachdem ihr weggefahren seid. Es wird vorgeschlagen, dass es einen Quittungsblock für die Versicherung geben könnte bei. Ein Quittungsblock für die Versicherung. Aus Papier. Der ist ja teurer als der ganze Dockwagen. Nein. Der ist ja out of commission. Insofern gibt es momentan keinerlei Blöcke, die man abzeichnen kann. Und für Kinder AirTags, wenn man den. Genau. Genau, du kannst einen AirTag vergeben. Successfully been shot. So einen kleinen Kranz drumherum. Also, ihr seid die, die mich abholen sollten, richtig? Ja, klar. Das klingt wenig überzeugend, aber ihr habt mich gerettet. Also müsst ihr die sein, die Finch geschickt hat. Der dritte. Smedley. Da meine ich doch. Smedley. Finch ist einer von euch, oder? Vorne in der Tür sieht man einen Daumen hoch. Ah. Ein bisschen verwirrt, dieser. Oi. Also, ich bin Ben. Er kommt mir schon ein bisschen lahmarschig vor. Ich suche mal, ob ich irgendwie Adrenalin finde oder sowas, das ich mir spritzen kann. Es gibt tatsächlich keine funktionierenden, also du hast so ein Lokalanästhetikum, aber es gibt sonst keinerlei Drogenampullen, die sind normalerweise eben, wie gesagt, werden die frisch ausgerüstet. Okay, er liegt ja immer noch da auf der Liege, ne? Mhm. Also weiß ich nicht. Eine leere Spritze und Tusas würde ich mir spritzen. Ich gebe dir ein bisschen Luft in die Adern spritzen. Das ist eine super Idee. Nein, ich tue nur so. Achso, okay. Okay, also es macht tatsächlich so, gibt so einen kurzen Piekser. Und er hat irgendwas dir gespritzt, offenbar, um dich auf damit die Beine du ein bisschen mit auf die Beine kommst. Oh, gutes Zeug. Benommen. Cool, das ist wie von Zombie. Oh, ich merke schon, wie das wirkt. Ja. Du bist in der Blindtest-Vergleichsgruppe für die Psychopharmaka. Oh, was war das? Puh, mir ist ein bisschen schwindelig jetzt. Ja, jetzt, wo du das Adrenalin langsam runterkommt, pocht es auch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es ist eher so ein bisschen wie so eine steife Schulter, hast du dir manchmal vielleicht beim Softball-Spielen oder was spielen wir? Im Lacrosse-Spielen Lacrosse. Geholt. In dem Fechtclub. Also ist das. Ah ja. Genau, im Fechtclub. Ja, das ist dann so, das kennst du dann tatsächlich. Also, wer von euch beiden ist der Infizierte? Es kommt wieder von vorne einen Daumen hoch. Okay, hast du Scanwerte von ihr? Hast du irgendwas kurz, die du rüberschicken kannst? Ich kram aus meinem Rucksack so ein Cyberdeck raus. Ihr schickt das hier dran, das ist. Okay, da gibt's einfach den On-Air, das heißt, man macht einfach und dann fliegt es zu dem nächstgelegenen Cyberdeck, dass das dann entsprechend auffängt. Ob das mit der DSGVO, ey. Also. Ja, sieht. Fühlst du dich nicht anders? Ich habe Hunger auf Plastik. Ja. Und mir fehlen 15 Minuten Erinnerung. Aber nicht die Armaturen essen da vorne. Keine Sorge. Ins Lenkrad beißen kriegt eine ganz neue Bedeutung. Wie oft hast du Hunger nach Plastik? Immer wenn ich verletzt war. War öfter. Was kann das sein, dass die Naniten das nehmen, essen, also quasi die benutzen das, um dich wieder zusammenzubauen? Ja, das kann sein. Ich habe Plastikkompositknochen. Ja, dann brauchen sie das Plastik, um deine Kompositknochen wieder zusammenzunehmen. Du warst doch auseinandergeschnitten, habe ich gehört. Mhm. Und du bist wieder zusammengewachsen.
So wurde mir das gesagt. Ich war da nicht exakt bei Bewusstsein. Interessant. Ja, absolut spannend. Hast du eine Datenbuchse? Was hast du vor? Mit denen reden. Vielleicht können die mir sagen, was die wollen von dir. Du willst mit den Naniten reden. Ja, mit wem denn sonst? Nein, ich habe keine Datenbuchse. Lügst du mich an? Warte mal. Schau mal auf Charakterbogen nach. Ich glaube, du hast keine Datenbuchse. Nope, hab ich nicht, nein. Alles klar, gut, das wäre einfacher gewesen, vielleicht. Also ich habe einen Wi-Fi-Empfänger. Mit ziemlicher Sicherheit, weil ja meine Augen direkt in die VR eingeklinkt werden können. Also, ich soll euch zu einem Tunnel bringen. Zu einem Tunnel? Uns wurde gesagt, ja, wir fahren zum Hafen, da sind wir jetzt gerade hin unterwegs. Ja, ja, wir müssen ins MITNT und da müssen wir in einen Tunnel, der voll mit Nanitenkanistern war. Ich habe einen davon geklaut und aufgemacht und voll so eine Ladung Zeug abgekriegt. Und die Folgen waren? Typen in Anzügen sind aufgetaucht und jagen mich jetzt. Oh, interessant. Deswegen bin ich bei Zombie untergetaucht. Wenn ihr mal was braucht, kann ich euch die Nummer von ihm geben. Der hat exzellenten Stoff. Nein, danke. Ist denn das MITNT in der Nähe vom Hafen oder fahren wir gerade in die vollkommen falsche Richtung? Ihr fahrt gerade in die vollkommen falsche Richtung. Also die vollkommen falsche Richtung. Also das MITNT ist nördlich des Flusses, ihr seid südlich des Flusses und der Hafen ist rechts des Flusses oder östlich. Tja, und ich gerade fahre, willst du das nicht mit Smedley klären, Rhetorik? Eigentlich nicht, nee. Voller Aktivposten. Das Fahren ist aber tatsächlich nichts, was dich momentan besonders in Anspruch nimmt. Smedley. Warum machst du eigentlich diesen albernen Anzug an? Wer ich? Ja. Es hat hier nur einer diesen Hazmat-Anzug an. Warum? Wieso ist der bitte deiner Meinung nach albern? Bringt der nichts gegen Naniten? Bringt der nichts gegen Naniten? Doch, der bringt was. Doch, der bringt schon was gegen Naniten. Und warum ist er dann albern? Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert. Was hilft denn gegen Naniten? Hast du schon mal neben ihr gesessen, ohne den Anzug zu tragen in der letzten Zeit? Ja. Oh ja, ist schon in Ordnung. Was? Ich tippe auf meinem Mikro. Ich scanne mich erstmal selber. Ja, das ist super, das machen wir. Das geht nicht, wenn du den Hazmat-Suit anhast. Ja. Dilemma. So, wir gucken, was da jetzt passiert. Währenddessen ist Medley. Ja. Halt an! Das Asset sagt, wir sollen zum MITNT. Du. Das ist korrekt. Wir fahren gerade zum Hafen. Soll ich zum MITNT fahren? Das geht leider nicht so einfach. Ah, das MITNT so eine Überraschung. Ist abgeriegelt. Wie auch der gesamte. Alle Brücken über den Fluss. Im Hafen habe ich etwas vorbereiten lassen, das euch ins MITNT reinbringen kann. Ja gut. Wie finden wir die Person, die Drohne, das Boot oder dergleichen? Es gibt einen etwas abgelegeneren Teil des Industriehafens. Ihr werdet die Koordinaten bekommen. Dort trefft ihr auf einen meiner Angestellten. In Ordnung. Dessen Name mir gerade entfallen ist, aber in Wahrheit weiß ich es natürlich. Der wird euch dorthin bringen. In Ordnung. Also. Finch out. Oh, gut. Okay, du versuchst in der Hazmat-Suit dich zu scannen. Soll ich dir vielleicht helfen? Du, wir müssen das nicht. Du kannst auch, wenn du es schaffst, in dem Hazmat-Suit dir Blut abzunehmen, können wir das auch überprüfen. Geht das? Ja. Dann mach ich das. Okay. Also natürlich kann man damit nur. Also falls ich eine sehr sterile Nadel finde, natürlich nur. Good luck. Aber du kannst mit Sterilium nachbehandeln. Die Daten sind natürlich unvollständig. Also klar kann man das Blut abzapfen und da kann man
merken, ob die Nanitenkonzentration im Blut hoch ist, aber wenn die sich, da die ja keine, eben keine Viren sind, die sich praktisch in die Blutbahn, in der Blutbahn treiben lassen, sondern gezielt bestimmte Orte aufsuchen können, heißt es natürlich nicht, dass Blutkonzentration alleine aussagekräftig ist. Da du medizinisch gebildet bist, weißt du das. Das heißt, das kann, muss aber kein Indikator sein, ist nicht wirklich letztendlich Sicherheit. Wenn, müsste man schon so einen kompletten Scan machen, wie du ihn an Finch durchgeführt hast, um sicher zu sein, dass es sich sozusagen, dass es nirgendwo welche gibt. Dann sitze ich jetzt erstmal in der Ecke und warte darauf, dass es sich eine Gelegenheit ergibt, dass ich aussteigen kann und dass Finch aussteigen kann. Mhm. Damit ich meinen Anzug abziehen kann. Ja. Aber die wird so schnell nicht kommen wahrscheinlich. Im Moment fährt sie hauptsächlich zum Hafen. Die Unterhaltung habt ihr auch schon, hat auch schon vieles der Zeit, die den Weg zum Hafen kostet, erklecklich rumgebracht. Und tatsächlich schafft ihr es problemlos. Der Hafen ist vergleichsweise verlassen. Ihr seht draußen auf See mehrere größere Hovercrafts militärischer Bauart, die ganz offenbar die Seewege abriegeln, ähnlich wie es die Nationalgarde und die Security mit dem Landweg getan haben. Ihr möchtet also offenbar jemand verhindern, dass ihr oder ihr, irgendjemand hier da ohne weiteres rauskommt. Die Adresse, die ihr kriegt, liegt in eigentlich sozusagen benachbart zu einem Dock, also zu einem tatsächlich Reparierbereich oder Reparaturbereich. Nicht um, also mit einem Hafen, an einem Hafenbecken, das der Seeseite abgewandt ist und in dem relativ viele so ja, kleinere Boote unterwegs sind, also vieles so kleine Yachten, Fischerboote gäbe es denn noch Fisch, könnte man Fischerboote hier haben, hat man aber nicht. Aber es gibt noch so kleinere Transportkähne. Viele von denen sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Boot und irgendwas, was wie ein Flugzeug oder sowas wirkt. Die haben alle Heckantriebe mit Düsen und allem möglichen Zeug. Weil natürlich kein Mensch mehr heutzutage mit normalem Propellerboot ohne weiteres unterwegs ist. Die meisten sind so Tragflächenkonstrukte. Aber alles hier wirkt etwas verrottet. Oder eine der bekannteren Seiten des Bostoner Hafens ist eine sehr unangenehme, leicht ätzende Luft, denn der überwiegende Teil des Hafens ist komplett mit irgendwelchen giftigen Dämpfen voll, weil das Wasser da irgendwann mal ganz grässlich gekippt ist. Es gibt ein Projekt von, weiß ich gerade nicht, ein größeres Industrieprojekt, den Hafen wieder aufzubereiten. Das heißt, es gibt einen Teil des Hafens, ist jetzt bereits geklärt worden, zum Teil auch wohl mit irgendwelchen magischen Sachen, und da wird eine Unterwasser-Arkologie gebaut, die dann auch als sozusagen Herzeige-Tourismusobjekt sein soll, wie man aus einem komplett vergifteten und zerrütteten Ozean wieder einen natürlichen Lebensraum herstellen kann. Das ist aber deutlich weiter weg. Da, wo ihr seid, fließen einfach Mengen von irgendwelcher schlackigen Brühe, die aus den Slums rauskommt, in das Hafenbecken rein, das eben diesen braun-grünlichen Teint hat, der so leicht schillernd an der Oberfläche von Öl und sonstigen Stoffen kündet. Und wie gesagt, die Luft ist ätzend, das heißt, das Einatmen schmerzt in der Kehle. Wenn jemand stärkere Mengen von Allergie gegen irgendetwas hat, dann wird das nochmal unangenehm für diese Person. Nope. Gut. Ihr kommt an dem Ort an, der euch angezeigt wurde als Treffpunkt. Man sieht, wie gesagt, außer irgendwelchen Bootswracks erstmal nicht allzu viel. Leichter Nieselregen hat sich inzwischen niedergeschlagen, der jetzt also dann so leicht grünlich an der Scheibe runter rinnt, was immer da an komischen seltsamen Algen in der Luft schwebt, ist ganz gewiss auch irgendwie aggressiver, als man es gerne hätte. Oh, ich hatte mal einen Mitbewohner, der roch ungefähr genauso. Oh. Nicht ganz falsch. Wunderbar. Ja. Finch hält Ausschau nach einer Person, die vielleicht auch so aussieht, als würde sie Ausschau nach uns halten. Aber vermutlich wird die nicht draußen stehen bei diesen wunderbaren Verhältnissen. Genau. Das, also wenn, dann ist sie
zumindest entweder sehr dumm oder sehr mutig, aber davon habt ihr ja schon ein paar getroffen inzwischen. Boah, insofern, wer weiß. In den Augen. Ja. In meinen Augen tränt nichts, nein. Klar, da kommt meine Familie kurz rein und möchte gerne live dabei sein beim Stream. Schöne Grüße. Die unsichtbare Grüße, Familie. Hallo, unsichtbare Familie. Ja, sichtbare Familie für eine Sekunde. Jetzt ist ein Teil sichtbarer Familie. Ihr seid auf dem Greenscreen, warte mal, ich kann euch... Hallo. Ihr möchtet nicht sichtbar werden. Guck mal, da ist meine Tochter, ist die kommt nett. Immer kurz rein, dann ist sie wieder weg. Cool. Ja. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist Jan kaputt. Ja, wir haben Jan kaputt gemacht. Niemand hat die Webcam ausgemacht, damit wir hier nicht seine Familie sehen. Nein, jetzt ist ich bin gar nicht kaputt, ich habe nur das Mikro ausgemacht, damit nicht der gesamte Twitch-Universum meine Privatunterhaltung mitkriegt mit meiner Tochter. Okay, die immer noch zu sehen ist übrigens, aber... So, gut, wir sind wieder da, vielen Dank. Sorry für die Unterbrechung, aber so ist es, wenn man zu Hause streamt, dann kommen auch manchmal Leute rein, die zu Hause wohnen. Ja, zum Beispiel könnte bei mir Nico auf einmal auch irgendwie einfach hier durch die Tür kommen. Das wäre auch seltsam. Das wäre eigenartig. Das machen wir natürlich jetzt. Jetzt lösen wir die Illusion auf, dass ihr in ganz unterschiedlichen Orten seid. Und plötzlich auf magische Weise. Verrückt. So. War was? Nee, alles gut. Nein, ich bin nur so ein komischer Typ. Der komische Typ, so. Ja. Ihr steht da einen Moment rum, dann kommt jemand mit so einem Regenschirm-ähnliches Ding, das sehr breit ist und tatsächlich praktisch eine tragbare Plastikhülle darstellt, also fast eher wie so eine Blase aussieht. Mhm. Kommt von irgendeinem von den Wracks. Kräftiger, kleiner Kerl mit Bart, damit also klassischerweise als Zwerg identifizierbar. Hat so ein Overall an, der so ein bisschen der Hasmazut ähnelt tatsächlich. Mit irgendwelchen Ösen und irgendwelchen Sachen dran und irgendwie so ein Ring um den Hals, wo man wahrscheinlich irgendeinen Helm oder sowas draufsetzen kann. Und der kommt schnurstracks auf euch zugelaufen. Lauf. Und steht dann vor eurem Fahrzeug. Mhm. Finn schaut ihn an, der sieht nicht so aus, als würde er jetzt gleich eine Waffe ziehen in diesem Aufzug. Also er hat eine Waffe, die kann man sehen, aber trägt er offen ohne irgendwie Geheimnistuerei. Dann fährt sie das Fenster runter. Hey, Smedley sagt, du kannst uns rüberbringen. Ja, nur zwei. Der Ork bleibt weg, der ist zu dick. Der Ork kommt mit. Passen nur zwei rein. Und der ist zu fett. Rhetorik, er sagt, du bist zu fett. Was? Nein, mich? Er sprach vom Ork. Oh, ja, das bin ich. Und jetzt? Dann bleibe ich hier. Dann ist das wohl so. Ich meine, ich habe noch was zu tun. So richtig unrecht ist dir das nicht. Nee, überhaupt nicht. Könnt ihr dann aussteigen? Und... Möglichst weit weg von mir gehen? Weit weg gehen, genau. Okay. Na dann, ja, Finn steigt aus. Checkt, dass sie alle ihre Ausrüstung dabei hat. Wenn sie noch irgendwas hinten drin liegen hatte. Ich glaube, ihr Ranger Arms hatte sie gar nicht dabei auf dem Einsatz. Oder hat er sie im Wagen gelassen? Das war bestimmt im Wagen. Dann wird das jetzt mitgenommen. Alles mitgenommen und dann im Wagen gefahren, ja. Alle meine Waffen! Die einzigen, die mich wirklich verstehen. Ja. Okay. Bens Leben ist sehr seltsam geworden, seit er diesen Nanitenbehälter entdeckt hat. Denn eben war er noch Student auf dem MIT&T, aufstrebende Karrierewissenschaftler an der heißen Kreuzung von Technologie und Magie. Und jetzt steht er in einer runtergeranzten Hafengegend in ätzendem Regen mit einer emotionslosen Frau, die eine riesige Menge von Waffen mit sich trägt und einem kleinen, ungehobelten Zwerg, der in einer komischen Plastikblase eingehüllt ist. Und schnurstracks, nachdem er rauskommt, ohne groß irgendwie sich vorzustellen, sich einfach umdreht und Richtung Hafenbecken läuft.
Bei Rhetorik. Und dann dreht sich Finch um und geht hinter dem Zwerg her. Okay. Ja, cool. War schön, dich kennenzulernen und danke fürs Zusammenflicken. Er geht schon nicht mehr, er ist schon dabei, alles vorzubereiten für seinen Scan. Er ist total. Ja. Siehst du, Internet, aus dem Nichts heraus taucht so eine riesige Flasche Sterilium aus, mit der panisch alles irgendwie absprüht. Aus dem Nichts heraus, das kann ich, also Sterilium beschwören. Ja. Ey, man sucht dir Hilfe. Und dann das wäre echt praktisch heutzutage. Ja, das stimmt. Das wäre ein Skill, den man wirklich vermarkten könnte. Okay. Ihr lauft auf das Hafenbecken zu, es will immer noch nicht so richtig euch klar werden, was was das Gefährt ist, weil da ist nichts. Dann verschwindet der Zwerg so eine Metallleiter runter und als ihr an das Hafenbecken rantretet, seht ihr unten im Becken, das Wasser ist etwas tiefer in diesen komischen grünlichen Regen gehüllt, ein U-Boot liegen. Ein kleines, schmales U-Boot, das ist die YNT Dolphin, da haben wir auch ein Bild von. Da haben wir auch ein Bild von. Moment. Dolphin. Ich habe hier sehr oder Delphine, viele Entschuldigung. Medien. Das Boot sieht ja tatsächlich, also so ein kleines Kapselding. Vorne sitzen kann man mit einem Fahrer und zwei Leute dahinter sitzen. Dahinter ist ein Raum, wo Motor und sonst irgendwas drin ist. Oben ist ein kleiner Einstieg. Da ist jetzt eine Luke offen. Und ihr seht, dass an diesem Ding, im Gegensatz zu dem klassischen Modell, das man auf dem Bild sehen kann, tatsächlich unten noch mehr oder minder elegant so eine, da wo vielleicht normalerweise eine Waffe oder sowas hängen könnte oder ein Torpedorohr, hängt einfach noch, hängen zwei zylinderförmige, ja, wie so Tonnen, also so lange, oder Rohre oder irgendwas, die, keine Ahnung, was beinhalten können. Das ganze Ding ist in so einer komischen schlammgrünen Farbe gestrichen, mit so Linien drauf. Und ist tatsächlich selbst jetzt im Wasser nur sehr schwer zu sehen. Auch wenn ihr wisst, wo es ist natürlich, aber man kann die Ausmaße wirklich schlecht sehen, weil es sobald es in diesem grün-braunen Schlackwasser sich als fast dem Wasser anpassend wirkt. Na dann, wart ihr schon mal unten? Länger her. Landratten. Zwei Sachen. Ihr könnt nicht raus. Wenn jemand die Luke aufmacht, ertrinken wir alle. Zweite Sache, schwimmen in diesem Wasser ist tödlich. Geht nicht ins Wasser. Verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Das war ja einfach. Also dann. Los geht's. Wie macht der mir und er steigt in das U-Boot ein, ohne weitere Instruktionen. Das schwankt und wackelt. Und bereits das Einsteigen und nicht ins Wasser fallen ist gar nicht so easy, weil das Boot tatsächlich doch etwas hoch und runter geht. Das Wasser, das Seinige tut, der Regen macht dieses Ding, an dem ihr euch runterlasst, dieses Metallgeländer, ziemlich glitschig. Mhm. Irgendwelche Algen haben das unten überzogen. Das heißt, unten wird es noch rutschiger. Und ein minimales Ausmaß an Geschicklichkeit ist notwendig, um unassistiert dort hinein zu marschieren. Und das würde ich jetzt gerne kurz von euch gewürfelt haben. Akrobatik? Um zu sehen, ob es noch. Akrobatik ist wunderbar, das darfst du gerne zunehmen. Athletik auch, wenn euch das gefällt. Das ist kein wahnsinnig schwerer Wurf, aber zur Unterhaltung der Menge kann man ja auch mal irgendwo reinfallen. Wir können auch ganz leichte Würfel mit sehr vielen Würfeln vermasseln. Ich habe ganze zwei Erfolge. Okay, ein Erfolg. Ein Erfolg. Also das ist eine wackelige Angelegenheit, das fällt keiner von euch rein, das hat niemand gepatzt, das geht also, der Typ macht überhaupt keine Anstalten, euch in irgendeiner Form zu helfen. Also sowas wie die Hand reichen beim Einsteigen oder irgendwie Platz zu machen oder das Ding so zu manövrieren, dass es irgendwie näher an den Abstiegsort kommt. Aber ihr schafft es beide mit ziemlich viel Gewackel, dein einer Fuß rutscht irgendwie ab, du stößt dir nochmal die Schulter, merkst, kannst du nicht so richtig belasten. Als du dich jetzt festhältst, kommt so ein stechender Schmerz nochmal rein. Aber dann seid ihr beide irgendwann in diesem schwankenden Zigarrenkiste des vermutlichen baldigen Todes. Und über euch schließt sich die Luke. Und dann drückt der Zwerg irgendwelche Knöpfe und Tasten. Hat so ein Joystick in der Hand. Und dann geht das Ding blubbernd auf Tauchstation.
Im kurzen Moment seht ihr gar nichts mehr. Es gibt so eine ganz schwache Innenbeleuchtung. Das Wasser selber ist einfach völlig undurchdringlich. Also gibt es zwar einen Scheinwerfer, der von außen, vom U-Boot aus reinleuchtet, aber das ist ungefähr so armweit und dann sieht man nichts außer drüber Brühe. Das wirkt eher unangenehm. Nicht so wie das, was ihr mit Wasser in Verbindung bringt. Und das hat auch schon was Beklemmendes. Ihr merkt leichten Druck auf den Ohren, als es tiefer geht. Der sinkt einigermaßen langsam. Es gibt auch einen Druckausgleich so ein bisschen in dem Ding, weil natürlich Atmosphäre ist. Aber ihr spürt trotzdem, dass ihr tatsächlich in die Tiefe geht und keinerlei Kontrolle darüber habt, was jetzt gleich passieren wird. Und das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Ich hole dann Nico nochmal wieder kurz dazu für den Abschied. Ah, jetzt schnell wieder das T-Shirt anziehen. Ah, okay. Ja. Nico, mach mal deinen Ton wieder an. Wieder an. Jawohl. Ja, vielen Dank fürs hier sein und so sein. Und das nächste Mal werden wir dann mal gucken, was so im Hafen passiert. Ja, vielen Dank vor allen Dingen, dass du hier bist. Ich glaube, der Rest von uns hat alle den Vorteil, dass wir keine Kinder haben, mit denen wir jetzt Zeit zu verbringen haben. Genau, die haben, wie man ja schon merkt, gerufen, aber die waren ganz freundlich und rücksichtsvoll und insofern alles gut. Ich habe ein paar Fragen aus dem Stream. Ja, genau, das wollte ich jetzt noch fragen. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit extra, weil wir nicht ganz so lange gemacht haben. Ja, ich habe auch für nächsten Sonntag noch nichts angekündigt. Also falls ihr nächsten Sonntag Zeit haben solltet, ich weiß gerade nicht, wie unsere Abstimmung verlaufen ist, könnten wir es natürlich einfach dann wiederum fortsetzen. Hätte ich kein Problem mit. Ich auch nicht. Ich wüsste nicht, wo ich hin sollte. Ja. Dann würde ich sagen, alle, die sich bisher, die unsere Übersichtsgrafik gesehen haben und sich über das Fragezeichen gewundert haben, dass da steht, können sich da jetzt mental ein Shadowrun-Symbol draus basteln. Ja, ich will, dass wir das weitermachen. Also nicht nur, weil ich es weiterspielen will, sondern auch, weil ich das Layout weiterverwenden und vielleicht noch verbessern will. Ja, genau. Jetzt nicht wegen uns, aber wegen dem OBS-Layout. Das hat so viel Arbeit gekostet, das muss auch sich bezahlt machen. Das müssen wir jetzt schon benutzen. Klar. Ich wechsle nächste Woche den Rechner. Der ist leistungsstärker, mein Festrechner. Okay. Das ist auch ein Testlauf für Star Trek, dass wir jetzt ab demnächst auch streamen werden. Die erste Folge als Testlauf erstmal nur intern. Und da wird Magi was Ähnliches basteln mit Julia zusammen, ne? Ja, das wird vielleicht ein bisschen aufwendiger in dem Sinne, als dass man, es gibt ja diesen Fachnamen für diese Star Trek Panels, die es ab Next Generation gab, wie wir die bauen, aber das kriegen wir schon hin. Ach stimmt, diese Rahmenlinge. Ja, ich kann OBS, Julia kann Grafik, gemeinsam. Dann wird gefragt, was Eulen, nein, jetzt habe ich selber vergessen, wie es heißt, was Eulen Popobits Ork-Kekse sind. Das ist Twitch. Kekse sind unsere Kanalpunkte und es war eine Abstimmung hier im Chat, die ergeben hat, dass die so heißen. Was sehr viel über den Chat aussagt. Also zur Wahl standen Eulenblitze und Popoblitze und Ork-Kekse und ich habe dann einfach mal statt eins kann man einfach alle nehmen. Wenn man zwei zur Auswahl hat, nimmt man einfach alle. Das ist eher ein blödes Feature mit den Kanalpunkten, ehrlich gesagt. Von daher, nein, ich muss noch 5000 haben, damit ich deinen Konterfei kriege. Als echt? Smiley, ja, der kostet 5000 Kanalpunkte, damit ich dich als Smiley kaufen kann. Klappt das denn immerhin? Ja, hoffen wir. Ich dachte, das geht gar nicht. Doch, ich habe schon Leute gesehen, die auf Twitch euch entsprechend... Ich habe meins schon gesehen, aber ich glaube, ich bin billiger. Ja, ich bin generell freigeschaltet. Du bist automatisch dabei. Dich kriegt man mit dem Abo schon. Mich kriegt man automatisch. Naja. Für mich muss man nur ein Abo abschließen. Und wir haben noch Patreon eine Abstimmung, was die anderen Emotes noch sein sollen. Da werde ich dann demnächst mal nachrüsten. Weil wir haben ja noch. Bei Mairi habe ich dadurch, dass ich euch ja das Abo gegeben habe, aber ich brauche noch den Nico. Der Sammelpack. Nico ist der Palettentopper. Genau. Es wird auch gefragt, woher der Name Retorik eigentlich kommt und ob das eine Anspielung an Kaiser Reto bei DSA sein soll. Das ist es aber tatsächlich nicht. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren im Lab einen Ork-Häuptling NSC, den habe ich Grammatik genannt. Weil er das nicht konnte. Ja, also Grammatik. Grammatik. Ah, gut in Grammatik. Und dann hatte ich irgendwann einen Ork-SC im DSA-Lab, der dann dessen Bruder war, der dann natürlich Rhetorik heißen musste, weil... Klar. Eine war noch nicht blöd genug. Mhm. Ja. Ich hatte sofort gedacht, das kommt von diesem Asterix-Ding, wo die ganzen Goten immer so hießen, die hießen doch immer so. Rhetorix.
Stimmt, die hatten Rhetorik und die Rhetorik, die hießen immer mit K am Ende. Irgendwie Rhetorik, Grammatik und sowas. Beardy Brush gibt damit an, dass er schon das Nico-Emote hat. Ja. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Das ist natürlich viel weniger originell auf einmal, verdammt. Und es wird gefragt, warum ich denn ständig rausgeschrieben werde und ob das auf meinen eigenen Wunsch passiert, ob Jan mir damit einen Gefallen tut oder mich rausdrängt. Und ja, es ist auf meinen eigenen Wunsch, dass ich nicht so viel Screentime habe wie die anderen, weil ich ja nebenbei auch noch hier in den Chat betreue. Und normalerweise, was du netterweise weggelassen hast, ist die Aussage, Jan sieht unter diesem Licht echt alt aus. Und ihr mich auch! Das habe ich gar nicht gesehen. Wo steht das denn? Das hat Maxed geschrieben. Genau. Und dann sagt das Screaming Blood darauf hin, das liegt nicht am Licht. Das liegt daran, dass ich alt bin. Oh, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Das ist so gemein. Und für euch mache ich hier diesen Scheiß. Das werde ich mir nochmal überlegen. Das nächste Mal machen wir das wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warte. Ich glaube, Screaming Blood war aber auch die Person, die weiter oben gesagt hat, besonderen Dank an Jans Kinder fürs Jan-Teilen. Also, ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint. Aber du hast so ein leicht bläulich-graues Licht bei dir. Wahrscheinlich auch vom Bildschirm aus. Genau, das liegt vom Bildschirm. Wenn ich etwas weiter weggehe, dann kriegst du ein bisschen gelber. Aber das ist natürlich jetzt auch, weil es dunkler wird. Vor allem löst dein Hals sich auf und dann bist du unscharf. Genau, das stimmt. Ja. Ich teile vielleicht nochmal meinen weirden Workaround, wie ich die Zoom-Kamera über Skype einstelle, indem ich aus Versehen ein Fenster doppelt öffne. Vielleicht das ist wirklich ein guter Workaround, aber vielleicht hat noch jemand OBS-Tipps für dich, wie du mit weniger Mühe diese ganzen Bilder hier reinkriegen kannst. Naja, jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin, ja. Also nächstes Mal mache ich so einen Contouring-Kurs bei der Mayri, damit ich vorher irgendwie gescheit aussehe. Das können wir auch machen. Mhm. Es wird ja sowieso immer mal nach Schmick-Videos gefragt. Oh, ob es bald mehr Gloomhaven geben wird, fragt Funflam oder Funflam im Chat. Und ich denke, das werden wir bestimmt nochmal fortführen, weil man das zweit in der Quarantäne spielen kann. Ja. Und eine Uhrzeit wurde noch gefragt für nächste Woche. Sollen wir wieder die gleiche Uhrzeit machen nächsten Sonntag? 16:30 Uhr? Ich glaube, das war für die meisten ganz gut, ja? Ja. Ja, perfekt. Wollen wir dann länger spielen oder auch so wie bisher? Ich finde das eine ganz gute Länge. Ich finde, online ist es... Also für mir geht es zumindest so, ich weiß gar nicht, wie es euch geht, finde ich es anstrengender. Ja, ich auch. Live. Ja. Erstens habe ich diese Kopfhörer auf und meine Ohren glühen. Und zweitens ist es die Material, also das sozusagen zu halten, finde ich anstrengend. Deswegen finde ich 2 Stunden eigentlich ein ganz gutes Format. Jetzt war es ein bisschen kürzer, weil es dramaturgisch gerade gepasst hat, aber 2 Stunden finde ich eigentlich ganz okay. Ja, du bist Spielleiter, du entscheidest das, alles gut. Genau. Ich finde 2 Stunden generell eine gute Länge für so ein Format, egal ob du jetzt am Tisch sitzt oder hier. Aber tatsächlich finde ich es auch anstrengender, hier allein zu sitzen, als wenn wir zusammen mit Knabberkram und. Aber wir sitzen doch nicht alleine, wir sind doch digital miteinander verbunden. Ihr müsst den Schritt in das neue Zeitalter gehen. Digital unterwegs sein kann ich noch, wenn ich tot bin. Es wird gefragt, ob das auch auf YouTube kommt. Den MMO benutzt. Ja, natürlich. Alles, was wir hier machen, kommt auch auf YouTube, solange es nicht totaler Mist war. Und ich glaube, das war es nicht. Sonst würde ich auch echt alt aussehen, wenn es jetzt totaler Mist gewesen wäre. Aber nur in diesem Licht. Ja, nur in dem Licht, genau. Ja. Es wird übrigens morgen wiederum ähnlich. Wir werden morgen einen Preview-Talk für unsere DSA-Kampagne streamen, die wir schon lange vorbereitet hatten. Nee, eigentlich nicht lange angekündigt, das aber nicht lange vorbereitet. Eigentlich wollten wir sie erst starten, wenn wir mit der Simjala-Kampagne durch sind, aber da die Abstimmung auf Patreon hier wiederum ergeben hat, dass wir die bitte nicht online fortsetzen, sondern am Tisch, sobald die Welt wieder normal ist, kann das noch ein bisschen dauern. Und wir haben uns entschieden, dass wir die 7 Gezeichneten vorziehen, aber da das noch ein bisschen mehr Arbeit ist, das wirklich auf die Beine zu stellen, wird das morgen ein Talk, wo wir die Charaktere zusammen erarbeiten und das ganze Konzept ein bisschen vorstellen. Mhm. Genau. Morgen. Ja, das ist so der Plan. Dafür dann das nächste Layout. Mal gucken, was wir da tun. Aber... D-Rock schreibt, ich mag Jan seine verschwindenden Kopfhörer. Ja, das ist... Zoom hat die nette Fähigkeit, dass man mit einem Greenscreen sich freistellen lassen kann. Ich habe den Greenscreen hinter mir und dann ist es ziemlich sauber. Und man kann ihm aber auch sagen, bitte mach das, ohne dass ich einen Greenscreen habe. Und dann versucht es schlicht und einfach zu erfassen, wo ist der Mensch und was gehört dazu. Ja. Und manchmal gehören halt die Kopfhörer zu Jan und manchmal nicht. Genau. Dem Jan seine verschwindenden Kopfhörer. Die Uhrzeit für morgen, 20 Uhr, ist der Chat geplant. Gut. Alles klar. Alles klar. Dann
Tschüss und danke Jan nochmal und Mario. Danke. Vielen, vielen Dank für Jan an das Vorbereiten, sich teilen lassen von seiner Familie. Und lieben Gruß an die Familie, die dich geteilt hat. Tschüss an alle im Chat. Vielen Dank für die Fragen und für die Unterstützung. Macht's gut. Ich stoppe jetzt den Stream. Bye.